الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. ان شاء الله was wir letzte Woche besprochen haben war nur eine Einleitung, aber heute inshallah versuchen wir richtig loszulegen. Es gibt Prioritäten im Islam. Das heißt, man muss manche Sachen, bevor man eine andere Sache lernt, muss man diese Sache zuerst lernen. Und die Leute, die wollen anfangen, ihre Häuser im 100. Stockwerk zu bauen, und das geht nicht. Man muss Grundlagen haben. Und es gibt bestimmte Grundlagen, und das sagen auch alle Ahlul-Ilm, die großen Gelehrten von diesen Grundlagen, dass es bestimmte Hadithe gibt oder bestimmte Ayat oder bestimmte Grundlagen, die man vorher lernen muss. Und eine dieser Grundlagen ist, wie Imam Ahmed rahimahullah gesagt hat, ein Hadith, auf drei Hadithen ist der ganze Islam aufgebaut. Auf drei Hadithen. Und dieser eine Hadith, den wir heute anfangen, fast jeder Gelehrte hat sein Buch mit diesem Hadith angefangen. Und dass wir auch diesen Hadith verstehen, nicht einfach so nebenbei und ja, die Absicht und so weiter. Es gibt wirklich viele Sachen, die wir bei der Sache nicht beachtet haben. Die Absicht. Es geht um das Thema Absicht. Unser Hadith, den wir heute lernen, ist ein Drittel, wie Imam Ahmed gesagt hat, dazu kommen wir gleich noch, ist Hadith an Amir al-Mu'minin. Wer überliefert diesen Hadith? Amir al-Mu'minin persönlich, Umar al-Khattab, heißt Abu Hafs auch genannt, an Abi Hafs, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Wer ist Umar? Wir reden so einfach so, ja, Umar, als wärst du dein Freund. Ja, ja, der, mein Freund und so weiter. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, über den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in einem Hadith von Tirmidhi und Imam Muslim, sahih überliefert, Abu Bakr fi Jannah, وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا تعيش على في الجنة. في zweite Sache, die er bei ihm gesagt hat, عليكم بسنتي, ihr müsst meine Sunna folgen, وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, und den vier rechtgeleiteten Khalifen. Wer waren sie? Abu Bakr und Umar ibn Khattab und Uthman ibn Affan, weil es gibt einen anderen Uthman auch, oder mehrere andere Uthman, und Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, muss man dem folgen. Ihr müsst, alaikum. Und das war Amir al-Mu'minin, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Über den öfter sogar der Koran gekommen ist, und den Koran respektiert hat, mehr als wir alle zusammen. Das heißt, wir reden nicht über irgendjemanden, wir reden hier über Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Er überliefert diesen Hadith. Und herausgebracht von dem Imam Bukhari und Muslim, die zwei genauesten Bücher und authentischsten Bücher nach dem Koran. Sahih al-Bukhari und Sahih al-Imam Muslim, rahimahumullah. Die haben diese Hadith herausgebracht in zwei verschiedenen Überlieferungen. Was sagt er? Sami'tu Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam. Ich habe den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagen gehört. Umar ibn Khattab hört von wem? Von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was hat er gesagt? إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال. إنما bedeutet, das ist so. Weil es gibt einen Unterschied zwischen إنما und إنما. Und إنما heißt, das ist so. Bestätigt. Die Sache ist so. Eine Sache ist so. إنما الأعمال. Die Taten sind was entsprechend den Absichten. بالنيات. Absichten. Ein Beispiel. Eine Person sagt, ich möchte duschen. Ich möchte duschen. Welche Absicht hast du? Wenn deine Absicht ist, dass du dich von Janaba reinigst, du hast eine Unreinheit und reinigst du dich, dann ist die Sache, dass du dich von Janaba reinigst. Aber es gibt auch Leute, die wollen einfach so duschen, sagen, ich fühle mich nicht gut, ich habe gerade geschwitzt und so weiter, und geht duschen. Gebet! Wenn du jetzt dieses Gebet gemacht hast mit der Absicht von Dhuhr-Gebet, oder es gibt Leute, der hat noch kein Mittagsgebet gemacht, Dhuhr-Gebet, und jetzt kommt Asr-Zeit. Die Zeit von Asr ist gerade gekommen, und er hat noch kein Dhuhr gemacht. Der kann sich anschließen, mit der Jama'a beten, also seine Absicht ist Dhuhr und die Absicht von den anderen ist Asr-Gebet zum Beispiel. Oder von denjenigen, die beten. Oder jemand betet mit, aber er betet Nafila mit, also ein freiwilliges Gebet und das Gebet ist Pflichtgebet. Oder umgekehrt. Also ist ganz wichtig die Absicht. Andere Sache, wenn du Geld gibst, du spendest Geld, was ist das? Ist eine freiwillige Spende oder ist Zakat, die Pflichtzakat, die du geben musst? Bei Hajj. Machst du diese Hajj für dich selbst oder machst du für jemand anderen diese Hajj? Also musst du eine Absicht haben. Und wo ist die Absicht?
Die Absicht ist im Herzen. Die Absicht liegt im Herzen. Nicht das Aussprechen der Absicht, wie manche Leute sagen, in mir wird ausgesprochen, sagt er, ich möchte jetzt gerne das Gebet hinter dem Imam, 4 Rakat, Nachmittagsgebet, Richtung Qibla und so weiter. Gibt Leute, die machen einen ganzen Roman daraus, so diese Sache. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوا يَعْلَمُ اللَّهُ. Wer selber mit innerem Hand oder äußerlich zeigt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala weiß im Himmel, was in der Erde ist. Er soll nicht wissen, was du in deinem Herzen hast. Also musst du das nicht aussprechen, sondern einfach die Absicht in deinem Herzen fassen. Habe ich so einem gesagt, einmal vor Ramadan war das, ein Freund von mir, habe ich gesagt, nächste Woche schalte ich Ramadan an, versuch auch mal dieses Mal Ramadan zu machen. Du hast die ganze Zeit, du bist schon alt, mashallah, also schon 10 Jahre lang seit deiner Reife und du hast noch nicht einmal Ramadan gemacht. Na, er sagt, ich will dieses Jahr auch Ramadan machen. Dann habe ich mich gefreut, sage ich, Alhamdulillah, Allah Akbar, Alhamdulillah. Bist du auch Ramadan? Sagt, ich muss sowieso abnehmen. Er macht Ramadan mit der Absicht, um abzunehmen. Nicht gegen was nach. Das ist alles, hat für alles von der Men Sama Ramadan, Iman, Wahtisan, Rufir, Allah, und der Wandel, Men Dambi, Hadith von Bukhari und Muslim. Wenn jemand den Ramadan fastet, aus 2 Gründen: Iman, weil er Iman hat, weil er an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, und Ihtisab, weil er sich die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala erhofft, dann werden ihm die vergangenen Sünden verziehen. Aber er hat nicht gesagt, wenn jemand Ramadan fastet, und, um abnehmen zu wollen, oder jemand macht nur Gebet, sagt, Gebet ist ein schöner Sport, ist besser als Sit-Ups, besser als Liegestützen, besser als das, und dann macht er mit Absicht für Sport sein Gebet, dann hat er gar nichts davon. Und diejenigen, die nicht die Absichten hatten, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gewarnt. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Sogar bei Betenden? Allah Akbar. Wenn jemand nicht betet, Allah sagt, يُرَاءُنَ النَّاسِ. Eigenschaften von Munafiqin, die wollen gesehen werden von den Menschen. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Die glauben nicht an Allah subhanahu wa ta'ala, die glauben nicht an den jüngsten Tag. Warum? Weil ihre Absicht war nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und gibt es einen ganz gefährlichen Hadith, und den sollte sich jeder einprägen, diesen Hadith. Ein Hadith von Imam Muslim an Abu Huraira radiallahu anhu überliefert. Ein Mann kommt zu Abu Huraira, der war nach dem Tod des Propheten Mahoms. Wir haben öfter diesen Hadith gehört, aber wo ist dieser Hadith in unserem Leben? Und dann kommen wir, sagen wir, ich faste heute, ich habe meine Nacht, ich bin aufgestanden, habe ich gebetet, sagt der Prophet Mahoms, man ra'a, ra'a Allahu bi, wa man sama'a, sama'a Allahu bi. Wenn jemand gehört werden will, Allah lässt von ihm hören. Wenn jemand bekannt werden will und gesehen werden will, Allah SWT lässt auch von ihm sehen. Und sagt der Imam Ahmed, rahimahullah, sagt der rahimahullah abdan, ahmal Allahu dhikra. Möge Allah SWT beim Herzen denjenigen sein, den er vergessen lassen hat. Und sagt er, wäre ich nur so gewesen. Ich bin Tag und Nacht darüber traurig, dass ich bekannt geworden bin, sagt Imam Ahmed, rahimahullah. Für die großen 4 Gelehrten, die waren alle so. Von Madahib, die hatten Angst gehabt, sie wollten nicht erkannt werden und ihre Taten nicht erkannt werden. Sagt Sufyan al-Thawri, rahimahullah, 40 Jahre lang die Taten, die ich vor den Menschen gemacht habe, habe ich für mich nicht als eine akzeptierte Tat angesehen. Das heißt, ich war Hajj unter den Menschen und die Menschen sehen mich. Und sagt er selbst noch, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, der zu Hajj gegangen ist, und sagt, er hat sich selbst bedeckt zu, dass die Leute ihn nicht erkennen können. Und dann kommen die Leute zu ihm, trotzdem, die konnten ihn erkennen. Sagen, ja, Abdullah, ja, Sheikh, Abdullah ibn Mubarak wollte ihn fragen. Er sagte, ich konnte keine Ecke finden, wo ich alleine war, dass ich meine Ibadah alleine mache. Und sagte Ibn Mas'ud radiallahu anhu zu einem Schüler von sich, Rabia heißt er, rahimahullah von Tabi'in, sagte, Wallahi, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dich gesehen hätte, er würde dich lieben. Wäre er mit dir, hätte er mit dir gelebt, er würde dich lieben. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu weiß, welche Leute der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geliebt hat. Hätte er dich gesehen, würde er dich lieben. Und sagt, warum diese Liebe? Er sagt, Rabia, rahimahullah, wurde nicht ein einziges Mal gesehen, dass er in der Moschee seines Volkes Sunna gebetet hat. Immer zu Hause, immer alleine, immer wo ihn keiner gesehen hat. Manche von denen sogar so weit gegangen sind, dass sie 20 Jahre lang ihr Nachtgebet machen, ihr Qiyamul Layl, und ihre eigene Familie, die Frau, die neben ihnen im Bett liegt, hat nichts davon mitbekommt. Und die Frau sagt dann nach 20 Jahren, sagte, mein Mann betrügt mich. Wenn du heute hörst, mein Mann betrügt mich über WhatsApp, mein Mann betrügt mich über Skype, mein Mann betrügt mich mit einer anderen Frau. Sie sagt, mein Mann betrügt mich. Was heißt der Betrug? Was für ein Betrug? Er tut so abends, dass er schlafen geht, und bis wir alle eingeschlafen sind, dann steht auf und war das älter geworden. Über 20 Jahre lang so. Und dann sagt sie, kannst du dich nicht ein bisschen zur Ruhe setzen? Das ist zu viel für dich, du bist jetzt älter geworden und so. Leg dich doch mal hin. Sagt er, Wai Haki! Wie kannst du sowas sagen? Wehe dir!
Sagt, es könnte sein, dass ich mich irgendwann hinlege und stehe ich nicht mehr auf. Entweder weil ich krank bin oder weil ich tot bin. Allahs Mutter hat meine Seele genommen. So wichtig, seine eigene Familie weiß 20 Jahre lang nicht. Und heute, wenn jemand was macht, die ganze Welt weiß es, die Bild-Zeitung weiß es. Irgendeiner ist in den Knast gekommen, möge Allahs Vater ihn befreien. Wir wollen nicht, dass irgendein Muslim in den Knast kommt. Und sofort wissen die Leute, ja, aber seit er im Knast sind schon 5 Leute oder 3 Leute oder 10 Leute durch den Muslim geworden. Wie kommen diese Sachen zu uns? Er hat so und so viele Vorträge, er geht jedes Jahr Hajj. Woher wissen diese Leute das alles? Warum muss man diese Sachen offenlegen? Und sagt Sufyan Thawri Rahimahullah, 40 Jahre lang, diese Taten, die ich vor den Menschen gemacht habe, habe ich nicht als irgendeinen Tat gezählt. Und sagt Al-Hasan Rahimahullah, sagt er, eine Person, Jama al-Quran, das bedeutet, er hat den Koran auswendig gelernt und das Verständnis von dem Koran auch dazu. Den ganzen Koran mit dem allem, was dazu gehört. Mit Verständnis, mit Tafsir, mit allem drum und dran, hat den Koran gelernt, sagt er, und seine Familie wusste nicht davon. Und einer, Jama al-Fiqh, al-Kathir, hat viel Fiqh, Verständnis von der Islamlehre gehabt und seine Nachbarn wussten nicht davon. فَلَيْ عَلَوْا بِهِ جِرَانُ Seine Nachbarn wussten nicht davon. Ein Faqih lebt unter dir. Faqih, jemand, der richtig viel Verständnis in der Religion hat und Wissen in der Religion und tiefen Einblick in der Religion, und seine Nachbarn wussten nicht davon. Heute jeder weiß. Ein Klick auf YouTube weiß schon ganz genau, wer was ist und wer was gemacht hat, und jede Tat wird offengelegt. Und wir machen Dauer, wir verteilen Koran und 25 Milliarden und 25 Millionen Koran. Ist ja schön für dich. Warum sagst du das? Behalte es für dich. Lass es zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese zwei Bedingungen sind die Hauptbedingungen überhaupt, dass eine Tat von dir angenommen wird. Und darauf müssen wir aufpassen. Zwei Bedingungen hast du nur, dass eine Tat überhaupt von dir angenommen wird. Nur zwei Bedingungen. Nur. Hört sich leicht an. Erste Bedingung, Allah SWT nennt im Koran. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Zwei Sachen. Erste Sache ist, er macht diese Sache für Allah SWT. Nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith Qudsi, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. Ich bin derjenige, der es am wenigsten braucht, dass man mir jemanden beigesellt. Ich brauche keinen, der mir jemand anderen beigesellt. Ein Hadith von Imam Muslim rahimahullah auch in Sahih überliefert. Und jetzt kommt noch ein noch gefährlicherer Hadith. Er sagt, was mit den Leuten passiert, die nicht für Allahs Vater gemacht haben, Hadith von Imam Muslim an Abi Huraira radiallahu anhu. Ein Mann von den Tabi'in kommt zu Abu Huraira, derjenige radiallahu anhu, der die meisten Hadithe überliefert hat vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Über 5000, manche sagen 5200, 5217, 5301, so zwischen 5200 und 5300 Hadithe wurden von ihm überliefert, radiallahu anhu, Abu Huraira von Qabila Daus. Er sagt, يا أبا هريرة زكت حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berichte mir von einem Hadith, den du vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gehört hast. Sagte, ما هو؟ Was dieser Hadith? Welcher Hadith? Welchen meinst du? ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. Den drei Leuten wird das Feuer angezündet am Tag der Auferstehung. Er sagt den ersten Satz, mit drei Leuten wird das Feuer angezündet. ثم أغمي عليه, ist ohnmächtig geworden, weil er weiß, was jetzt kommt. Das sind drei Sachen und jeder könnte diese Eigenschaften haben, aber wenn sie nicht für Allah subhanahu wa ta'ala waren, dann wird mit ihm das Feuer entfacht. Mit den Leuten wird angefangen. Und eine andere Überlieferung, أول من يقضى عليه يوم القيامة. Erste, über wen gerichtet wird يوم القيامة, mit wem abgerechnet wird, denn diese Person. Und hier geht es nur um die Absicht. Wir hatten alle guten Taten. Erste Person. Abu Huraira wird wieder normal, kommt wieder aus seiner Ohnmacht zurück. Dann wird wieder gefragt. Sagt er, حدثني يا أبو هريرة. ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. Hadith von Imam Muslim, sahih. Drei, mit denen das Feuer angezündet wird oder mit denen zuerst abgerechnet wird am Tag der Auferstehung und fällt wieder um. Radiallahu anhu. Beim dritten Mal wieder, geht weiter. Der Hadith geht weiter. Er sagt, die erste Person, Shahid. Wer wünscht sich nicht Shahada fi sabilillah? Allahu Akbar. Eine so große Ehre. Erstmal, diese Person ist nicht tot.
Allah SWT verzeiht seine Sünden nach dem Essen, Blut des Rauskommens von ihm und so weiter. Und wir kennen Fadail von ihm. Wenn er rausgeht, sagt er, ein Sahabe kommt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt ihm, Hadith von Imam Bukhari, sagt er, zeig uns etwas, was gleiches wie Jihad, eine gleiche Belohnung. Was muss ich machen, dass ich genau die Belohnung von einem Mujahid bekomme? Rasulullah sagt, la tutiqun, ihr könnt es nicht, auf keinen Fall könnt ihr das schaffen. Sagt uns, bitte sag uns, ja Rasulullah, was sollen wir machen? Wir machen es, dass wir die gleiche Belohnung bekommen wie ein Mujahid, wie Sabilillah. Sagt er, Allahu Akbar, sagt er, ihr könnt es nicht schaffen. Bitte sag uns, ja Rasulullah. Sagt er, eine Möglichkeit gibt es, wenn du dein Haus verlässt und ab dem Zeitpunkt, ab dem du dein Haus verlassen hast und du gehst ins Gebet, in dieser Zeit fängst du an zu beten und fängst du an zu fasten, bis diese Mujahid zurückkommt. Ein Monat, zwei Monate fasten und beten ohne Pause. 24 Stunden mal 24 Stunden. Dann hat er gesagt, dann kannst du zwar nicht die ganze Belohnung bekommen, so wie dieser Mujahid, aber du hast so mal so ähnlich eine Belohnung, so wie dieser Mujahid. Das heißt, jeder wünscht sich. Und dann schnell, er gibt sein Leben für Allah subhanahu wa ta'ala. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَ. Wenn er das nur für Allah SWT gemacht hat und dass Allahs Wort an höchster Stelle steht, das ist Shahid fi sabilillah. Nicht für deinen Mutter, nicht für deine Heimat, nicht für deine Partei, nicht für deine Sekte, nicht für deinen Amir, für Allah SWT nur. Dann erst bekommst du diese Belohnung. Sagt der Shahid, er kommt Yawm al-Qiyamah, Allah SWT zeigt ihm, was er ihm alles gegeben hat an Gnaden. Sagt er, warum bist du getötet worden? Sagt er, oh Allah, auf deinem Weg, nur für dich. Sagt, du hast gelogen! Gedeckt! Er sagt, du hast nur gemacht, dass die Leute zu dir sagen, du bist MashaAllah, du bist stark, du kannst kämpfen, du hast Macht, du bist tapfer. Und so wurde auch gesagt, und die Leute haben so gesagt, seine Absicht war, von sich hören zu lassen. Man sama'a, sama'a Allahu bi. Man ra'a, ra'a Allahu bi. Er wollte von sich hören lassen, dass die Leute wollen, dass die Leute ihn loben. Und so ist auch dann passiert. Und so wurde gesagt, وَقَدْ قِيلْ. Und dann sagt er, وَلِيَذُ بِاللَّهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجِهِ حَتَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Dann wird er an seinem, man sagt wortwörtlich, an seinem Gesicht so gezogen ins Feuer, aber damit meint natürlich diese Person, wird وَلِيَذُ بِاللَّهِ ins Feuer geschmissen. يُطْرَحَ فِي النَّارِ. Es wäre wertlos geworden. Warum, Shahid? Seine Absicht war nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Die größte und beste Tat überhaupt, aber war nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, für Allah subhanahu wa ta'ala nichts wert. Nächste Person, das ist die zweite, mit der abgerechnet wird am Tag der Auferstehung, die zweite, mit der das Feuer angezündet wird, sagt er, Alim wa qari'ul Qur'an. Eine Person, Alim, Allah hat ihm Wissen gegeben. Wissen ist nicht gleich Wissen. Nicht dieses Wissen, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadith, rawah al-Imam Tirmidhi, wa hassanahu al-Albani rahimahullah, wa hassanahu al-Tirmidhi, wa sahihahu ibn Majah, wa ghayruhu, sahih al-Hadith, auf jeden Fall, sagt er, man ta'allama al-ilm, und Zayd ibn Thabit hat ihn überliefert übrigens, sagt er, man ta'allama al-ilm, liyubahi bihi al-ulama, er lernt das Wissen, um zu den Gelehrten zu zählen. Die Leute sagen, MashaAllah, Alim, Sheikh, so und so, er möchte nur das hören. Wenn er nicht Sheikh hört, wird sauer. Er möchte nur dieses Wort Sheikh hören, sagt er, ich bin Sheikh, so und so, und sonst keine hier. Liyubahi bihi al-ulama, dass die Leute sagen, oh, das ist einer von den Gelehrten. Sheikh so und so ist gekommen. MashaAllah, Abu so und so, Sheikh so und so, alle sind da. Zweite Person, sagt er, Liyubahi bihi al-ulama. Wa liyumari bihi al-sufaha. Es gibt manche Leute, die lernen Wissen. Wallahi, einmal ein Bruder kam so zu mir und hat gesagt, ich möchte Wissen lernen, um richtig diese unwissenden Leute, die Juhala, fertig zu machen, dass ich sie richtig blamieren kann. Ich sagte, A'udhu Billah, was hast du für eine Absicht, um Wissen zu lernen? Yumari bihi sufaha. Leute, die kein Wissen haben, um sie zu blamieren oder bloßzustellen oder ihnen zu zeigen, wer ich bin, sagte, so hat Sheikh al-Albani rahimahullah gemacht. Da habe ich gesagt, stimmt gar nicht, lüg nicht. Er würde sie sagen, du würdest Sheikh al-Albani rahimahullah unterstellen, dass er Wissen gelernt hat, um die Leute, um die unwissenden Leute zu erniedrigen oder fertig zu machen? Das kann man nicht einer Person unterstellen. Du hast diese Absicht. Und dann habe ich gesagt, dann hast du leider diesen Hadith noch nicht gehört. Den Sahih. Du willst nur die Leute so erniedrigen. Ach, er hat sowieso kein Wissen und wird sich über die Leute stellen und hochnäsig sein. Und dann sagt er, وَيَجْلِبَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ. Und er möchte die Blicke der Menschen auf sich ziehen. Oh, ich bin bekannt. Ich habe Millionen Klicks in YouTube. Wenn ich komme, die Hallen sind voll. Und sonst keiner. Ich bin der Beste. Er will bei den Leuten auffallen. Er wird immer im Mittelpunkt stehen. Wenn er kommt, egal ob er Jahil ist, er will reden. Er will im Mittelpunkt sein. Ob jemand neben ihm sitzt, der tausendmal mehr Wissen hat, trotzdem, er wird ihn nicht reden lassen. Er will reden. Er will auffallen. Was sagt er?
Allahs Prophet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Person wird im Feuer sein. Wal-iyadu billah. Hä? Wajhuhu, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der wird im Feuer sein, diese Person, der diese drei Eigenschaften hat, nur um Wissen zu lernen. Er wird gefragt, warum hast du Wissen gelernt? Sagt er, oh Allah, ich habe Wissen gelernt, nur für dich. Und habe ich Koran nur für dich gelesen. Wenn die Leute heutzutage mit ihren schönen Stimmen wollen, die kommen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wir haben öfter darüber geredet, sayati rajul, sayatuna bi rajulin fi akhir zaman, wie in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ganz zweifelsohne, es ist die Endzeit. Wir sind nah an Yawm al-Qiyamah. Wie nah weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala, aber sehr nah. Die Zeit, die Endzeit ist gekommen. Und er sagt, in der Endzeit, die werden eine Person drin, yughanni lahum al-Qur'an und nicht yataghanna bil-Qur'an, weil yataghanna ist husnus so, wir sollen eine schöne Stimme machen für den Qur'an, aber nicht rumsingen. Es gibt taghanna bil-Qur'an wa yataghanna bil-Qur'an. Da sagt er, yughanni lahum al-Qur'an. Er singt ihnen den Qur'an vor. الحمد لله رب العالمين. Wie viele Harakat hast du? 6 Harakat gibt es da bei Alamin? Oder 2 Harakat, ganz normal? Ist es ein Med Tabi'i, 2 Harakat? Oder ist es Med Lazim, wo du 6 Harakat machen musst? Wie bei der Dali. Und bei Dali sind die nicht so lang, weil es mit der Stimme passt. Sirat al-Ladina an'amt. Wo hast du diese Harakat her? Falsch, nur wegen der Melodie. Dass die Leute schön sagen, sagen sie später, oh, mashallah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Hada jinn, subhanallah. Ja, fadilat Sheikh. Das sind die Leute in Akhir Zaman, mashallah. Die kommen, yughanni lahum al-Qur'an. Und das Gefährlichste an der ganzen Sache, er singt in den Koran vor. Erstmal hat keine Macharisch, weiß gar nicht, wie man die Buchstaben richtig ausspricht. Macht mehr und macht weniger, wie er will. Nur weil es mit der Stimme passt. Und gibt es zu einer Zeit heute Schulen. Madaris Muqamat bedeutet so, wie kann man schön den Koran noch schöner singen. Höher singen und die achten mal gar nicht mehr auf die Regeln. Sagt er, wallahi jazu Koran. Aber er steigt nicht über ihre Kehlen hinaus. In ihrem Leben haben die keinen Koran. Es gibt einen Hadith von Abu Dawud rahimahullah und einen Teil davon von Imam Ahmad und alles schafft Bukhari, auch einen kleinen Teil ist auch in Bukhari drin. Er sagt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von 2 Engeln genommen wurde, einmal eine Nacht zu einem Platz. Dieser Hadith ist sehr lang, aber wir nehmen nur diesen einen Teil raus. Er sieht einen, er liegt auf dem Boden und über ihm steht eine Person und nimmt einen großen Stein und schmeißt über seinen Kopf, bis sein Kopf zerschmettert und der Kopf wird wieder normal und so geht das die ganze Zeit weiter. Der Prophet Muhammad sagt, Subhanallah, Mahadan! Sagt, Subhanallah, wer sind diese zwei? Der da liegt, wer ist das? Und wer ist das, der ihn so bestraft? Das ist die Strafe, wal-iyadu billah, in Akhirah für diese Person. Er sagte, das ist eine Person, Utiya al-Quran. Er wusste nicht den ganzen Koran, aber wenigstens einen Teil. Er wusste was vom Koran, er wusste, dass man beten muss, aber er betet nicht. Er sagte, er hat am Tag nicht damit gearbeitet und hat seine Pflichtgebete verschlafen. Das ist der, der den Koran so schön singen kann und die goldene Stimmgabel für den Koran bekommen hat, aber seine Gebete nicht mal pünktlich macht oder nicht mal sein Fajr betet. Wenn du in der Stadt so treffen würdest, du wüsstest nicht mal, ob der Muslim ist. Kein Unterschied zwischen ihm, ein Muslim, ein Kafir vom Äußerlichen. Wir sagen nicht vom Innerlichen, seiner Ila Allahu Alam, was man da weiß. Aber vom Äußerlichen mal, du kannst ihn überhaupt gar nicht als Muslim erkennen. Das ist Al-Quran. Wo der Prophet Muhammad gesagt hat, Al-Quran, Al-Allah. Es gibt spezielle Leute, die nur für Allah subhanahu wa ta'ala speziell sind, spezielle Leute. Und das sind die Leute vom Koran, die den Koran praktizieren. Aber sagt, aber der Koran übersteigt ja nicht ihre Kehlen. Er kann nur gut singen. Du könntest nicht unterscheiden zwischen ihm oder Ibrahim Tadlisis. Oder du könntest nicht unterscheiden zwischen ihm und Abdul Halim Hafid. Oder du könntest nicht unterscheiden zwischen ihm und von mir aus Bushido, für die jungen Leute, die jetzt sehr aufgewachsen sind, Allah, ob seine Stimme schön ist oder nicht, aber als Beispiel für die Bushido-Fans, sagen wir mal, Bushido, seine Stimme ist gut, oder Prince One, oder wie die alle heißen. Wenn seine Stimme schön sein sollte, oder er gut gereimt oder gerappt hat, und dann sagt er, ja, aber du kannst dich nicht unterscheiden zwischen dem und dem, und singt den Koran und so weiter, letzte, in der Endzeit, aber er hat nichts von diesem Koran in seinem Leben. Und diese Person hat den Koran nicht für Allah subhanahu wa ta'ala gelesen. Sagt er, wie viele Leute lesen den Koran? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Koran verflucht diese Leute. Weil er genau das Gegenteil macht. Koran ist entweder für oder gegen dich. Hujjatun laka aw alayk. Für oder gegen dich. Eins von beiden kann der Koran nur sein.
Wenn du ihn nimmst und versuchst, so richtig zu lernen und zu praktizieren, dann ist er für dich. Und wenn nicht, dann passiert genau das Gegenteil, der Koran ist gegen dich. Auf diese Sachen passen wir nicht auf. Da kommt er und sagt, ich habe den Koran auch nur für dich gelesen. Du hast gelogen. Du hast nur den Koran, du hast Wissen gelernt und den Koran gelesen, nur damit die Leute sagen, er ist Alim, ist gerade im Koran, mashallah, wie gut er kann. Und so wurde gesagt, du wolltest das so haben, dass du den Leuten sagst, mashallah, ich bin gut, ich kann sehr gut Koran lesen. Ich habe die goldene Stimme gewonnen. Gab es so letztes Mal, es sollte der Koran, gibt es sowas, gibt es im Fernsehen heutzutage. Die schöne Stimme des Koran. Er hat es nur für die Menschen gemacht, weil er so gelernt und hat Wissen gelernt, dass die Leute ihm Scheich sagen, dass er die Blicke der Menschen auf sich zieht, dass er macht, teilweise sogar finanziell, wie es teilweise auch hier in Deutschland ist, um damit Geld zu machen, weil er so gelernt. Und wer Wissen lernt, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für eine Sache von Dunya, Wissen, was du für Allah lernen sollst, aber es ist für eine Angelegenheit von Dunya, er wird nicht das Paradies riechen. Nicht das Paradies riechen. Und der Geruch des Paradieses weit weg, wenn seine Tore aufgehen, in einer Überlieferung 100 Jahre, andere Überlieferung 500 Jahre, andere Überlieferung kada wa kada, also so weit, keiner weiß wie weit, nur Allah subhanahu wa ta'ala, so weit dieser Geruch. Schon von Dunya ein guter Geruch geht manchmal Kilometer weit. Aber es ist ein Geruch von Jannah, wie viele Jahre der weit gehen wird. Wie weit wirst du es riechen? Aber er sagt, er riecht nicht mal. Das heißt, er ist sehr weit vom Paradies, diese Person. Und mit ihm wird das Feuer angezündet. Die dritte Person, Munfiq, Mashallah, hat Allah SWT Geld gegeben, aber er spendet nicht für Allah SWT, nur dass die Leute sagen. Er sagt, schreib mich auf! Hajj so und so oder so, der und der hat gespendet und der muss aufgeschrieben werden. Jeder soll es wissen. Er hat 10.000 Euro für die Moschee gespendet, 20.000 Euro für die Moschee. Und er steht immer da, sagt er, ich spende immer sehr viel. Ich schicke Geld nach Syrien, ich mache da, ich mache Spende. Warum machst du deinen Taten kaputt? Ellenine yunfiquna li'anas. Diese Leute, die nicht für Allah SWT gemacht haben, immer noch wieder, فَوَيْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Und ja, und es ist auch als Schirk gilt, es gibt manche, die sagen, das ist der große Schirk, und es gibt manche, die sagen, das ist der kleine Schirk. Auf jeden Fall, du hast einen Teil, dass deine Tat erstmal überhaupt gar nicht akzeptiert wird. Und يَوْمُ الْقِيَامَةِ, wie Allah SWT auch sagt, وقدمنا من سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. Derjenige, der Arabisch versteht, und wir inshallah versuchen es auf Deutsch näher zu bringen, dass man genau versteht. قدمنا إلى ما عملوا من عمل. Wenn du auf Arabisch sagst zum Beispiel, وقدمنا إلى ما عملوا, kannst du sagen, فجعلناه هباء منثورا. Aber hier ist عملوا من عمل. Hier ist noch bestätigt, dass diese Leute auch Taten gemacht haben. Weil wenn wir sagen würden, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا, kann sein, dass die irgendwelche Taten gemacht haben, aber nicht. Aber hier, مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِينَ, ihre Taten, die sie gemacht haben und von denen sie gedacht haben, dass diese Taten angenommen werden und akzeptiert sind und dass sie für Allah SWT waren, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Wir hatten schon mal letzte Woche, aber es ist so wichtig, diese Sache, dass wir die nochmal unbedingt heute wiederholen müssen. Wie die Sonnenstrahlen, sagt Ibn Abbas, sagt er, قَدِّمُوا عَمَلًا. Er hat gesagt, عَمِلُوا عَمَلًا. Die haben Taten gemacht, aber ihre Taten sind nicht angenommen. Du kannst viel machen. Was will Allah SWT von uns nur? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَحْسَنُ. Die besten Taten, die bei Allah SWT am meisten akzeptiert sind. Und sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, er erklärt es noch genauer, Hadith von Imam Muslim, auch an Abi Huraira radiallahu anhu. Und es gibt Muttafaqun alayhi, eigentlich gibt es auch einen Teil davon in Bukhari, rahimahullah, hat überliefert, auch an Abu Hurairah radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah kataba hasanat wa sayyiat. Allah subhanahu wa ta'ala, er bewertet die guten Taten und die schlechten Taten. Kataba heißt, wortwörtlich übersetzt, schreibt auf, aber was bedeutet Kataba? Also die guten Taten werden geschrieben von den einen Engel, die schlechten Taten, die Sünden werden von den anderen Engel geschrieben. Raqib und Atid. Jeder von uns hat diese zwei Engel. Das müssen wir verinnerlichen. Die schreiben auf. Die bleiben nicht. Die bleiben nicht ruhig. Entweder sie schreiben was Gutes auf von dir oder was Schlechtes. Eins von beiden kommt. Und sie können deine äußerlichen Taten beurteilen. Und am Tag der Auferstehung, Yom Kiyama, die wundern sich. Ja Allah, diese Person geht in Jahannam. Gibt es eine Überlieferung? Sagt, diese Person geht in Jahannam. Guck mal, wie viele gute Taten haben wir von ihm aufgeschrieben. Und ihr wusstet nicht seine Absicht. Die weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist? Ma tukhfi sudur.
Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was im tiefsten in deinem Herzen drin ist. Nicht mal du selbst weißt es. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Und die zwei Engel schreiben auf. Gut oder schlecht. Inna Allah kataba al-hasanat wa as-sayyi'at. Thumma bayyana dhalik. Da hat er genau erklärt, wie schreibt er sie auf. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَنْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً كَامِلًا. Wenn jemand eine Absicht hat, eine gute Tat zu machen, und er kommt irgendwie nicht dazu. Als Beispiel, du gehst heute Abend schlafen, bist müde, sagst du, inshallah, morgen früh, vor Fajr stehe ich auf und mache ich zwei Rakat für Allah SWT. Bevor die Fajr-Zeit kommt, Qiyamul Layl, wo Allah SWT auf den Erdenhimmel kommt. Und irgendwie ist eingeschlafen, hat nicht geschafft, ist nicht aufgestanden. Allah SWT schreibt ihm trotzdem eine Belohnung. Aber was würde dein Chef sagen, wenn er dir sagt, du sollst morgen früh um 5 Uhr auf der Arbeit sein und du hast verschlafen und kommst um 7 Uhr? Kriegst du diese 2 Stunden angerechnet? Oder du kriegst Abmahnung, vielleicht sogar direkt Kündigung. Sag, guck dich um, es gibt genug Leute hier auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn du das immer wieder machst, ich hatte aber die Absicht, kann ich nicht wenigstens einen Lohn haben, kann ich nicht wenigstens 1 Euro bekommen? Nichts, du kriegst gar nichts. Aber hier ist eine gute Tat, wird dir schon geschrieben, wenn du die Absicht hast und du kommst nicht dazu. Du hast Absicht, morgen Montag, du willst fasten, aber irgendwie kommst du nicht dazu. Irgendwas hat nicht geklappt, du fastest nicht. Du wolltest es machen, aber es kam nicht dazu. Trotzdem bekommst du eine Belohnung geschrieben von Allah. Und nicht eine Hasanat heißt ein Punkt, wie wir das kennen, eine gute Tat. Aber wie viele Hasanat, die sind Allah, nur Allah weiß. Eine gültige, gute Tat wird dir aufgeschrieben. Nummer 2. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا. Derjenige, der diese Hasanat, er hat sich fest vorgenommen, eine gute Tat, und er macht auch diese gute Tat. Ja Allah, morgen früh, inshallah, stehe ich auf und mache ich meine 2 Rakat vor Fajr. Nur für dich. Macht Wecker und steht auf und Allahu Akbar und betet. Oh Allah, morgen früh, ich bete Fajr in der Gemeinschaft, in der Moschee. Wie die Sahaba Radio gemacht haben, so wie es sich gehört für einen Mu'min. Und kommt er und betet in die Moschee. Er bekommt die Belohnung, sagt der Prophet Muhammad Salossen. فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَةً. كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَةً. Erstmal sagt er, إِلَى 700 ضعف. Von 10. Bis 700. Gut, die nächste Stufe kommt gleich. Mindestens 10. Die hat er auf jeden Fall sicher. Oder 700-fach. Nächste Stufe 700-fach. Ila von 10 bis 700-fach. Ila ad'afin kathira. Mehr als 700 auch, wenn Allah von dir geben will. Wenn deine Absicht richtig war, du bist besser und mehr der Sunna gefolgt und so weiter. Du hast dich mehr angestrengt, mehr Anstrengung, mehr Belohnung. Bessere Absicht, mehr Belohnung. Sie bis 700-fach. Ila ad'afin kathira. Und jetzt kommt die nächste Sache. Und Sayyi'at. فَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَاتٍ. Wenn jemand sich vorgenommen hat, eine Sünde zu machen, فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Er hat aber die Sünde nicht gemacht. Wie kommt es dazu? Ein einfaches Beispiel, was vielleicht in dieser Zeit näher passt, weil er die möge alle uns davor warnen, aber sowas gibt es ja. Er nimmt sich vor, ich gehe später zu einer Freundin von mir. Heute will ich zu meiner Freundin gehen. Jeder weiß, was passiert, wenn ein Mann und eine Frau alleine sind länger Zeit. Wer der Dritte ist, ist Shaitan. Das ist bekannt. Und wenn jemand was anderes sagt, dann muss er mal, brauche glaube ich, fachärztliche Hilfe. Dann muss er mal gucken, ob irgendwas bei ihm nicht stimmt. Wenn er mit einer Frau alleine bleiben kann und nichts macht längere Zeit, dann stimmt irgendetwas nicht. Entweder ist vom anderen Ufer, also, interessiert sich nicht für Frauen oder für Männer, oder er hat wirklich irgendeine Krankheit. Es gibt ja Impotenz oder gibt es Schwäche. Dass man diese Schwäche hat, dann ist ja was anderes. Aber so eine normale Person, ein normaler Mensch, der kein Engel ist und nicht irgendwie diese Krankheit oder Schwäche hat, wenn er mit einer Frau einige Zeit lang allein bleibt, dann ist es vorbei. Dann passiert, was passieren muss. Weil das fängt an, wie ein Dichter gesagt hat. Er sagt, ein Wort, ein Blick, ein Wort, eine Begrüßung, eine Verabredung. Und dann die große Katastrophe. Also gut, er hat eine Verabredung und er möchte gerne zu seiner Freundin gehen und jeder weiß, was da passiert, wenn ein normaler Mensch, ein normaler Mann zu einer normalen Frau geht. Und auf dem Weg unterwegs sagt er sich, A'udhu Billah, was mache ich? Allah subhanahu wa ta'ala hat mir das verboten. Fürchtet Allahs Vater, sagt er, okay, ich gehe lieber doch nicht. Er hat schon die Sünde sich vorgenommen. Was bekommt er von Allah subhanahu wa ta'ala? Kutibat lahu hasanatan kamila. Bekommt eine gute Tat geschrieben, aufgeschrieben. Er ist unterwegs, er kommt von selbst. Und nicht erst, bis er dorthin kommt und klingelt an der Tür, der Vater ist da, aber dann bleibe ich wieder, dann gehe ich ja nicht rein. Weil der Vater da ist, ist davon abgelenkt, diese Person bekommt auch eine Sünde. Wir reden jetzt über jemanden, der sich selbst nochmal zurückbesinnt. Er sagt, der Auto beleidigt, du bist nicht hier. Geh, ich mache das nicht, eine Sünde. Und er bekommt, obwohl er sich diese Sünde fest vorgenommen hat, eine Hasana, eine gute Tat geschrieben.
Die zweite Person, er nimmt sich eine Sünde vor zu machen und er macht auch diese Sünde. Dann bekommt er eine Sünde einfach geschrieben. Eine Sünde einfach geschrieben. Und jetzt vergleich mal, wenn du eine Sünde machst, du nimmst sie dir vor und machst diese Sünde einmal. Wenn du die Hasanat machst, gute Tat, mindestens 10 Mal. Okay. Du machst gute Tat, Hasana, Mashallah, 10. Sünde 1. Nochmal Hasanat, nochmal 10, 20, noch eine Sünde. Und trotzdem leider meistens unsere Sünden sind mehr als die guten Taten. Weil bei uns kommt Sünde, 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 Sünde. Okay, mal eine Hasana. Sünde, 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 Sünde. Du bist schon bei Millionen, aber du hast mal nur bei 1000 guten Taten zum Beispiel. Obwohl Allah uns so leicht gemacht hat und so großzügig war und so uns die Sachen erläutert hat. Und es gibt 3 Arten von Menschen, sagte Imam Nawawi über diesen Hadith. Und wir hatten auch das schon mal bei einigen Brüdern, aber bei vielen noch nicht. Also es gibt 3 Arten von Menschen, die Ibadah machen. Die Schlechteren, die Mittleren und die Allerbesten. Die Ibadah, wie der Prophet Mahzam gemacht hat. Mit ihren Absichten. Und es liegt nur an den Absichten. Die erste Person macht eine Absicht, sagt Imam Nawawi rahimahullah. Die erste Person macht eine Absicht, nur, dass er Belohnung bekommt. Es gibt diese Belohnungsgeier, die rennen rum und sagen, oh, kriege ich dafür Belohnung? Wenn ich Belohnung bekomme, dann mache ich. Wenn nicht, dann mache ich nicht. Gibt sowas. Es gibt Leute, die warten nur auf die Belohnung. Sagt der Imam Nawawi rahimahullah sagt zu diesem Thema, er sagt, das ist Ibadat al-Tujjar. Die Händler. Ein Händler weiß genau, er weiß zum Beispiel, oh ja, jetzt am Wochenende Steglitz, guter Flohmarkt und so weiter, da kommen viele Leute. Er geht da hin und macht seinen, breitet seinen aus. Er wird nicht verpassen. Und ein Bruder einmal zu mir gekommen, der war großer Händler, hat gesagt, am Wochenende fahre ich nach Holland. Aus Frankfurt bis Holland. Ich so, Holland, schön, Maschallah, was gibt es da? Und so, der, also Flohmarkt. So, ich wegen Flohmarkt fährst du nach Holland? 500 Kilometer, ist fast 550 bis Amsterdam. Sagt, ja, das ist jetzt, weißt du nicht? Morgen ist Königinnentag, hat er gesagt. Königinnentag, 30. April und 1. Mai. 2 Tage lang, keine Standgebühr. Und Leute, du kannst nicht mehr laufen. So viele Leute, Millionen von Besuchern. Da mache ich das Geschäft meines Lebens, sagt er. Vielleicht das ganze Jahr kann ich davon leben, wenn ich dahin gehe. 2 Tage. Und er hat gesagt, ich gehe lieber 2, 3 Tage früher, dass ich noch einen Platz bekomme. Und du kannst auch kostenlos verkaufen und so viele Leute kommen vorbei, du kannst jeden Mist verkaufen, hat er gesagt. Schrott. Er hat Schrott genommen und dorthin gebracht, verkauft. Und er sagt, also ein Tajir, ein guter Händler, er weiß genau, wann sind die guten Märkte, was kann er am besten verkaufen und so weiter. Und es gibt auch Leute, die machen auch im Islam so. Die sagen, oh, wenn ich dann, kann ich gute Geschäfte mit Allahs Vater machen. Ja, wenigstens er macht mit Akhira und mit Allahs Vater solche Geschäfte. Aber es ist nicht die beste Art von Ibadah. Sagt er, Ibadah tut Tujar, ist wie ein Händler, versucht nur gute Belohnung zu bekommen und das war's. Die zweite Person sagt er, Ibadah tut Khalifin. Die Leute, die haben nur Angst. Al-Khauf ist gut, wenn du dich vor Allahs Vater ein bisschen fürchtest, aber es ist nicht gut, wenn es nur um Angst geht. Ich mache nur, dass ich nicht in die Hände gehe. Ich bete gezwungenermaßen so. Ich bete, dass mich Allah nicht bestraft. Ich faste, dass Allah mich nicht bestraft. Ich gebe Zakat, dass Allah mich nicht bestraft. Ich gehe Hajj, dass ich nicht als Jude oder Muslim sterbe, als Jude oder Christ sterbe. So, nur Angst vor Allahs Vater, Angst vor der Strafe. Allahs Vater ist verzeihend, allverzeihend. Nabi Ibadi. Anni ana al-Ghafur al-Rahim. Berichte meinen Dienern, dass ich der Allverzeihende bin, der Wachhaltbarmherzige. Wa anna adabi huwa al-Adab al-Alim. Und meine Strafe ist auch eine schmerzliche Strafe. Also nicht vergessen. So sollte ein Muslim zwischen Angst und Hoffnung sein, immer. Nicht so viel Angst, weil dann gibst du irgendwann auf. Nur Angst, irgendwann gibst du auf. Sagst du, ich schaff's sowieso nicht. Ich gehe sowieso in Jahannam, dann gebe ich auf. Und wenn du nur auf Barmherzigkeit, nur alles ist schön und Paradies und Friede, Freude, Eierkuchen, dann ist das klar, ist auch klar. Dann hast du auch keine Lust, dann machst du nur Sünden. Dann sagst du sowieso, Allah vergibt mir, ist Allverzeihen. Wie viele Muslime heutzutage machen. Allah verzeiht, ist kein Problem. Also bleib dazwischen. Und sagt, es gibt Leute, die machen nur aus der Angst vor Allahs Vater. Ist auch eine gute Eigenschaft. Ibadat al-Khaifin. Aber er hat gesagt, es reicht nicht. Es ist nicht die beste Art, Allahs Vater zu dienen. Die beste Art ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Wie hat er gemacht? Aisha radiallahu anha kommt, der Hadith von Bukhari und Muslim, mitten in der Nacht zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat im Nachtgebet gestanden, hat das Tafaddara Qadaman, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis seine Füße Risse bekommen haben vom Stehen im Gebet.
Nicht vom Stehen am Fließband, nicht vom Stehen, Allah muss da an oder wegen Sport oder wegen Fußball, ich habe Verletzungen wegen Fußball. Wie viele Shuhada, Mashallah, gibt es für Fußball? Leute sind für Fußball gestorben sogar. Wie viele Leute sind krank, Meniskus, dies und das, alles wegen Fußball, wegen Sport, wegen Dunya. Dein Rücken ist kaputt, ich habe Bandscheibe, weil der 50 Jahre lang am Fließband gestanden. Nichts gegen Leute, möge alle von annehmen, aber wenn sie die Rechtleitung haben, dann ist gut. Aber trotzdem, warum sind ihre Füße kaputt gegangen? Wegen Dunya, weil Blasen an den Füßen wegen Dunya, weil er jeden Tag 10 oder 12 Stunden für seine Arbeit unterwegs ist. Aber der Prophet Muhammad ist wegen was anderem, hat er Risse in die Füße bekommen. Weil er im Gebet nachts gestanden hat. Bis Aisha, die selbst auch Nachtgebet gemacht hat, Qiyamul Layl, zu ihm gesagt hat, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, لِمَا تَسْمَعُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Warum machst du das? Allah SWT hat doch deine vergangenen und kommenden Sünden verziehen. Deine vergangenen und deine zukünftigen. Alle Sünden sind dir schon vergeben. Das heißt, du brauchst eigentlich gar nichts mehr zu machen. Du kannst dich zurücklegen und wartest du, bis inshallah, bis Malik al-Maut zu dir kommt und dann hast du bei Allah SWT trotzdem deine Sünden sind alle vergeben. Hat der Prophet Muhammad das nur gemacht, dass seine Sünden vergeben werden? Er hat was anderes gesagt. أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. Darf ich kein dankbarer Diener sein? Und das ist von uns verlangt. Und sagt Imam al-Nawawi, rahimahullah, bei diesem Hadith, er sagt, die Ibadah, die verlangt ist von uns, wie der Prophet Muhammad gemacht hat. Wie hat er gemacht? Er hat Allah subhanahu wa ta'ala gedient, das ist erste Sache. Erstmal, weil Allah subhanahu wa ta'ala es verdient hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Schöpfer. Er hat es verdient, dass wir ihn anbeten. Wer sind wir? Dass wir sind uns so hochmütig. So. Er muss uns erstmal was dafür geben. Er muss uns gar nichts geben. Das König der Könige. El-Malik subhanahu wa ta'ala. Malik al-Muluk. Er braucht nicht von uns irgendwas. Wir müssen ihm geben, nicht er muss uns geben. Aber er braucht nichts von uns. Aber er will trotzdem, dass wir ihn einzig und allein anbeten. Sagt, er hat ihn gedient, weil Allah es verdient hat, subhanahu wa ta'ala. Aus Dankbarkeit zu ihm. Erste. Zweitens sagt er, und aus Angst vor seiner Strafe und in der Hoffnung, dass er die Belohnung bekommt. Diese sind andere Sachen. Ah, hier mischen sich mehrere Sachen miteinander. Er hofft natürlich auf die Belohnung, auch klar. Und er hofft aber auch, dass Allah, auch aus Angst vor Allahs Wort und weil Allahs Wort es verdient hat und trotzdem hat Angst gehabt, dass seine Taten nicht angenommen wird. Er hat Angst, dass seine Taten von Allahs Wort trotzdem nicht akzeptiert werden. Und da sagt er, das ist das Richtige. Und er sagt, وَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. Die Leute, die frei sind, die richtig frei sind, die machen so. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Surat Mu'minun. Denen, die an die Zeichen Allahs haben zu glauben und fest davon überzeugt sind. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Diejenigen, die nicht Schirk machen. Allah subhanahu wa ta'ala und seine Zeichen auch nicht irgendwer in Schirk oder Kufr reinbringen. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ. Diejenigen, die geben, was sie konnten, was sie hatten, die haben gegeben für Allah subhanahu wa ta'ala. يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Ihr Herzen haben Angst. أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dass sie trotz Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und dass sie trotzdem Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala Abrechnung bekommen. أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Das sind diejenigen, die schnell sind und die wetteifern in den guten Taten. Warum laha sabiqun? Und die sind diejenigen, die Ersten sind, die guten Taten, wenn es gute Taten gibt, die sind die Ersten dabei. Fragt Aisha radiallahu anha über diese Ayat, als sie diese Ayat gelesen hat, von Surat Mu'minun, ein Hadith von Bukhari, rahimahullah, sagt, ja, Rasulallah, o Gesandter Allahs, sagt er, sind es diejenigen, die klauen oder Unzucht und Ehebruch begehen oder jetzt nun? Oder yaqtuluna an-nafs, die jemanden töten? Sagt er, das ist aber gesagt, nein. Es sind diejenigen, die beten und fasten und Sadaqa geben und gute Taten machen und trotzdem sie haben Angst, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht annimmt. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. سورة المؤمنون. So will Allah subhanahu wa ta'ala normalerweise von uns das Ibadah machen. Und nicht nur aus Belohnungsgeier oder weil wir nicht wollen und so weiter. Und müssen wir auf diese Sachen achten, dass unsere Taten angenommen werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit gibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass es von uns Leute gibt, die gute Absicht haben und gibt Leute, die schlechte Absicht haben. Und jeder will. Es gibt Leute, die kommen in die Moschee nur, um irgendwas zu hören und weiterzutragen zu den Kuffar. Das ist natürlich nicht fair, weil jeder will, es ist eine Heuchlerei.
und möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Leuten keinen Erfolg geben und keinen Baraka und möge sie, waliyadu billah, Allah subhanahu wa ta'ala ihnen, entweder möge er sie recht leiten, das ist Tawbah zu ihm machen, oder sie von seiner Barmherzigkeit ausschließen. Waliyadu billah, die Leute, die sich als Muslime zeigen, aber in ihrem Herzen etwas anderes tragen. Und wir haben nichts zu verstecken. Alhamdulillah, hier geht es nur um Islam, nur mit den klaren Beweisen aus dem Islam. Aber trotzdem, sowas macht man nicht. Und das sind die gefährlichsten Leute für den Islam, die sich zeigen als etwas anderes, als was sie sind. Waliyadu billah. Dann die zweite Sache ist, dass es Allah subhanahu wa ta'ala nur von uns verlangt hat, wie im Koran sagt, und fast jeder liest die Surah oder die Bayna. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Wir haben nichts anderes befohlen, als Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anzubeten mit Ikhlas, mit aufrichtiger Ergebenheit subhanahu wa ta'ala. Und in jeder Sache hat er das verlangt, sogar beim Opfertier. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Beim Schlachten, beim Opfertier. Allah subhanahu wa ta'ala auch. قُلْ إِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Vier Sachen, alles für Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Opfertier, unser Leben, unser Tod, alles für Allah. Und wer Schirk macht, weil hier Billah und Allah etwas beigesellt. Oder auch, wenn es auch kleiner Schirk ist und seine Taten werden nicht angenommen, kommt ein Mann zu einem Laden in der früheren Zeit von Tabi'in. Das waren die Leute, die haben noch die Sahaba, die Allah getroffen. Und er geht zum Ladenbesitzer und sagt zu ihm, kauft ein. Also heute du gehst zum Beispiel Lidl und du kaufst richtig schön ein. Zucker, Öl, Salz, Obst, Gemüse, alle möglichen Sachen, alles was du brauchst. Fleisch, wenn es halal wäre, bei dir ist es nicht halal. Sagen wir, das ist jetzt halal, du bist in einem muslimischen Land und du gehst einkaufen. Kauft, 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 viele Sachen gekauft. Der Einkauf vielleicht kostet 200, 300 Euro. Und dann legst du an der Kasse 1 Euro hin oder 1 Cent. Und das hat der eine gemacht, der hat gesagt, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Also alle Sachen eingekauft, viel eingekauft und hat ihm so einen Dinar hingelegt. Ein Dinar, so wie heute vielleicht, ein paar Cent. Sagt er, willst du dich jetzt über mich lustig machen? Du hast so viele Sachen gekauft, du weißt genau, dass die mehr kosten, aber gib mir doch mein Geld. Und er hat ihn ermahnt, hat er gesagt, stell dir vor, eine Person kommt am Tag der Auferstehung, Yom Qiyamah, und hat viele Taten gemacht. MashaAllah, immer dabei und so weiter, hat immer seine Gebete gemacht, hat dies gemacht, hat das gemacht, aber seine Absicht war nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, und bekommt er für Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht nur eine kleine Tat anerkannt, noch nicht mal, oder vielleicht gar keine Tat anerkannt. Und der Ladenbesitzer ist ohnmächtig geworden danach. Er ist umgefallen, die haben ihn wieder so klar gemacht und hat er gesagt, ja stimmt, du hast recht. Da kommt jemand mit so vielen Sachen, Yom Qiyamah, weiß nicht weiter, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nimm dir von denen, für wen du es gemacht hast. Gibt eine Überlieferung von Tirmidhi rahimahullah. Geh zu demjenigen und nimm von ihm die Belohnung. Du hast es für ihn gemacht. Dann nimm von ihm die Belohnung. Von mir bekommst du nichts. Und dann wundern sich die Engel und wundern sich die Leute. Sagt er, hat so viel gemacht. Sagt er, viel mehr yaqdulin nas. Hadith von Imam Ahmed. Er kommt, hat für die Menschen so ausgesehen, als wenn er für Allahs Vater gemacht hat, aber er hat gar nicht für Allahs Vater gemacht. Und diese Sachen müssen wir am meisten überprüfen. Zwei Sachen. Und dieser Hadith, der Islam auf drei Hadithen aufgebaut, wie Imam Ahmed gesagt hat, rahimahullah. Und mehr, wie gelehrt, das gesagt haben, manche Sachen auf vier Hadithen, manche auf fünf. Aber der wichtigste auf drei Hadithen. Der erste, innama al-amalu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Gibt Leute, die sind, wie der Prophet Muhammad so gesagt hat, stehen in einer Reihe, aber sie haben unterschiedliche Absichten. Der eine bekommt die volle Belohnung des Gebetes und bekommt 700-fach und unendlich-fach und der andere bekommt gar nichts. Oder nur ein Zehntel oder ein Achtel oder ein Sechstel oder ein Viertel. Weil vielleicht auch seine Absicht nicht richtig war. Er hat seine Absicht für was anderes gemacht. Er ist für eine andere Absicht gekommen. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir, inshallah ta'ala, der erste Hadith, dass wir innama al-amalu binniyat, diese Hadith, die wir heute hatten, Taten sind entsprechend den Absichten. Und die zweite Sache ist, und über den nächsten Teil der Hadith kommen wir inshallah irgendwann anders mal dazu. Und der zweite Hadith ist, sagt er, Hadith von Aisha radiallahu anha, gibt es in Bukhari und Muslim, in zwei verschiedenen Überlieferungen, aber er hat nur diese eine Überlieferung von Muslim rahimahullah genommen. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Wer eine Angelegenheit macht, wer etwas macht, wer eine Tat macht, eine Erneuerung, die es nicht bei uns in der Religion gibt, der ist zurückzuweisen, der wird nicht akzeptiert. Seine Tat wird nicht akzeptiert und an seine Bidah, seine Erneuerung wird auch nicht akzeptiert. Ahdatha von muhdathat al-umur. Und ahdatha shay heißt eine Sache neu, die es nicht vorher gab. Du hast etwas Neues erfunden in der Ibadah, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa
ليس منه فهو رد. صحيح الحديث. ثالث حديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. So halal ist ein klar und deutlich und haram ist auch klar und deutlich. Und dazwischen gibt es so Sachen, die kennen nicht viele Menschen und das sind zweifelhafte Dinge und der Hadith ist noch sehr lang. Aber die, auf diesen drei, sagt der Imam Ahmad rahimahullah, sagt es der Islam komplett aufgebaut. Und wenn wir gucken in Sahih al-Bukhari, erster Hadith von Bad al-Wahi, der Bad heißt, der Themenbereich heißt Bad al-Wahi. Also wie ist die Offenbarung auf den Propheten Mahomet gekommen? Erster Hadith ist gleich Innama al-A'malu binniyat. Abu Dawud, rahimahullah, seine Hadith-Sammlung fängt an mit Innama al-A'malu binniyat. Hadith, also der gleiche Hadith, den wir heute gehabt haben. Abu Dawud, rahimahullah, und auch so Ibn Rajab, rahimahullah, hat auch ein Buch geschrieben, ein Hadith-Buch, eine Hadith-Sammlung, hat mit diesem Hadith begonnen. Und auch natürlich Al-Imam Nawawi, rahimahullah, seine 40 Nawawi-Hadithe. Und es ist ein sehr wichtiger Hadith, der überall genannt wird und sehr wichtig für uns. Weil die Gelehrten, wie schon gesagt haben, ein Drittel des Islam und manche sagen auch die Hälfte des Islam, weil es gibt nur zwei Bedingungen, dass deine Tat angenommen wird. Und manche sagen, es ist auch der ganze Islam, weil ohne deine richtige Absicht wird die Tat sowieso nicht angenommen. Weil es gibt zwei Bedingungen. Deine Absicht und dass du dem Propheten Mahomet sollst und in dieser Sache folgst. Wenn eine von den beiden Sachen nicht stimmt, wird deine Tat nicht angenommen. Sagt er, Ittiba, Al-Ikhlas oder Ittiba. Ikhlas, du hast es nur für Allah SWT gemacht. Und zweite, Ittiba, du bist dem Propheten Mahomet sollst und gefolgt. Bist du nur dem Propheten? Es gibt Leute, die folgen dem Propheten Mahomet sallallahu alaihi wasallam auf Schritt und Tritt, aber ihre Absicht ist nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, ihre Tat wird nicht angenommen. Und es gibt Leute, die haben sehr gute Absicht, aber sie folgen nicht dem Propheten Mahomet sallallahu alaihi wasallam. Sie machen Bid'ah an dieser Sache oder machen irgendwelche eigenen erfundenen Sachen oder nicht, wie der Prophet Mahomet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Ihre Absicht ist gut und wir haben auch keinen Zweifel daran, dass ihre Absicht gut ist, aber ihre Tat wird trotzdem nicht angenommen. Wenn man kann, ja, رجل يقع ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen und unsere Absicht korrigieren, dass wir unsere Absicht korrigieren. Und wir sollen immer eins wissen, die Menschen können uns nichts geben und wenn wir die Absicht für die Menschen machen, wir bekommen nur das, was wir wirklich einzeln und rein für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht haben. Ala lillahi dinul khalis, nur für Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig ist die Religion und dürfen wir die Religion machen. Dhalika dinul qayyim, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist der aufrichtige Dien, die aufrichtige Religion, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzeln und alleine bitten. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala kann dich belohnen oder bestrafen und sonst kein anderer. Deswegen versuchen wir deine Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala zu machen, sonst werden deine Taten einfach mal so wie in Luft aufgelöst. ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله فقط. Soll man jetzt an alle verschiedenen Löhne denken, bevor man sie verrichtet mit der Absicht? Oder reicht es aus, einfach Allah subhanahu wa ta'ala zu beabsichtigen und auf den vollen Lohn zu hoffen, mit allen auch, die man nicht kennt? Also es ist so, und das haben sich alle in einem sind sich da sogar einig, die großen Lehrer sind sich allgemein. Achso, die Frage nochmal wiederum. Die Frage war, wenn ich eine Tat mache, kann ich auch mit verschiedenen Absichten diese Tat, also sollte ich lieber die verschiedenen Absichten machen, es gibt eine Tat zum Beispiel, um die Sache mal näher zu bringen, zum Beispiel Fasten. Die drei Tage haben heute zum Beispiel angefangen, Sonntag, Montag, Dienstag, drei Fastentage, die weißen Tage, die der Prophet Mahomet auch gefastet hat, 13., 14. und 15. von einem Mondmonat. Aber dieses Mal klar, ist gleich gekommen mit dem Sonnenmonat, aber normalerweise ist es nicht immer gleich. Und dieses Mal heute ist einfach gleich, der 13. von den Kuffar-Monaten ist auch der gleiche vom Mondmonat von dem islamischen Kalender. Ist dieses Mal gleich gekommen, aber nächsten Monat ist wieder anders. Der 13., 14. und 15. von jedem Mondmonat, islamischen Monat, zu fasten, ist Sunna. Du machst diese Absicht. Also sagen wir zum Beispiel, du fastest heute und morgen und übermorgen. Es gibt aber auch Montagfasten, gibt es einen Hadith. Der Prophet hat gesagt, ich wurde montags geboren. Dass ich auch montags gut und dann gehen die Tore des Himmels auf und ich möchte gerne, dass meine Taten zu Allahs Vorteil aufsteigen, während ich faste. Jetzt kommt der Montag aber morgen, du hast aber schon die Absicht für die drei Tage gemacht. Kannst du jetzt auch noch die Absicht für den Montag zum Beispiel machen? Ja, kannst du und sollst du sogar. Und gebe ich euch noch ein größeres Beispiel sogar, da was alle Leute auch natürlich einspielen, sagen die Gelehrten. Du kommst in die Moschee rein, hast kein Wudu. Kann passieren, was unterwegs irgendwo, Gebetszeit kommt. Alhamdulillah, Allah hat für diese Umma leicht gemacht. Egal, wo die Gebetszeit kommt, kannst du beten. Du findest eine Moschee, du gehst zu dieser Moschee und betest. Und willst Wudu machen. Dann gehst du Wudu machen.
nach dem Wudu gibt es zwei Rakat, hat Bilal radiallahu anhu ins Paradies geführt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, warum höre ich die Geräusche, deine Fußstapfen, deine Schritte, höre ich im Paradies. Sahih, von Imam Muslim überliefert. Sagt er, was hast du gemacht? Und Rasul sallam wusste, aber er wollte uns nur damit zeigen, was Bilal radiallahu anhu, wie wichtig diese Tat bei dir gemacht hat. Sagt er, jedes Mal, egal wann, wenn ich Wudu gemacht habe, egal ob morgens, mittags, abends, nachts, habe ich immer danach zwei Rakat gebetet. Und nennt man die Sunnah Wudu. Haben manche gesagt, gibt es diesen Namen nicht, aber manche haben es als Name so genannt, weil er es immer nach dem Wudu gemacht hat. Das ist eine Sunnah. Das hat Bilal radiallahu anhu gemacht und der Prophet Mazum hat dabei bestätigt. Also es ist eine Sunnah. Und die dritte Sache ist, du kommst in die Moschee rein, machst Wudu, jetzt willst du zwei Rakat beten. Du musst aber auch zwei Rakat Tahiyatul Masjid beten, zum Beispiel. Begrüßung der Moschee. Darfst dich nicht vorher hinsetzen, bevor du diese zwei Rakat gemacht hast. Du hast schon einmal zwei Rakat für Wudu willst du machen. Zwei Rakat für Tahiyatul Masjid, Begrüßung der Moschee willst du machen. Und jetzt war auch noch Adhan, jetzt musst du auch noch die Sunna machen. Sunna zum Beispiel, vor Dhuhr als Beispiel. Gibt es Sunna, Ratiba sogar. Also die der Prophet Muhammad normalerweise nie gelassen hat, diese Sunna. Das sind 12. Und das ist eine davon, diese 4 Rakat vor Dhuhr. Und die willst du auch noch machen. Dann sagst du, wie soll ich das alles schaffen? Jetzt muss ich Wudu, für Absicht von Wudu, 2 Rakat und nochmal 2 Rakat für Tahiyatul Masjid und nochmal diese 4 Rakat von Dhuhr. Passt, geht nicht. Du kannst alle drei in eine legen. Du machst 4 Rakat zum Beispiel, gibt es vor Dhuhr. Die ersten 2 Rakat machst du mit der Absicht von 2 Rakat für Wudu und Tahiyatul Masjid und diese 2 Rakat von Sunnah. Und da gibt es überhaupt gar kein Problem. Einstimmig bei den Gelehrten. Weil diese Absicht gehört. Deswegen sagt der Bruder zum Innamal Amalu bin Niyat. Die Taten sind entsprechend den Absichten. Es gibt auch mehrere Absichten für eine Tat. Und je mehr Absichten du machen kannst für eine Tat, wenn es diese Absicht auch gibt, nicht sein natürlich, dann kannst du die Sache machen. Hier hast du zum Beispiel den Fall, dass du 3 Absichten in eine Absicht verwandeln kannst. Ja. Wallahu ta'ala. Wie sollte jemand reagieren, wenn er immer Beispiel, du bist im Gebet und denkst, wenn ich jetzt wenn ich das jetzt so langsam mache oder halt so, dann vielleicht denkt er, ich mache das, damit er mich sieht. Und dann macht man es vielleicht extra dann nicht so schön oder machen, weißt du, was ich meine? Also, es ist so, die Al-Ain haben gesagt, auch eine Tat zu unterlassen gilt als Augendienerei, um sie nicht vor den Menschen zu machen. Und zwar geht es darum, es gibt Sachen, die kannst du vor den Menschen machen und Sachen, die sollst du lieber alleine zu Hause machen. Gibt es mehrere Überlieferungen und Beweise? Ein Mann weint während des Gebetes. Ist eine schöne Sache, aber vor den Menschen ist nicht gut. Weil es ist ein Hadith von Abu Huraira radhiyallahu anhu, die 7 Leute, die den Schatten vom Thron von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, am Tag der Auferstehung, und am Ende der letzte Person genannt wurde, Zekarallah khaliyan, verfärbert einer, er erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, während er alleine ist, und dann weint er davon oder seine Tränen. Das ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat einen Mann gesehen, der weint während des Gebetes, hat gesagt, wenn das für Allah wäre, dann mach's zu Hause. Und da gab es mehrere Sahaba und mehrere Überlieferungen von Sahaba, die man sagen, dieses Bein wäre besser zu Hause gewesen. Dann bist du sicherer, dass Allah subhanahu wa ta'ala für dich und sagt auch Allah, der Prophet Muhammad sagt, As-Sawmu li wa ana ajzibi. Er sagte, das Fasten ist für mich und ich belohne das Fasten. Du brauchst niemandem zu sagen, dass du fastest. Zum Beispiel heute ist der 13. Unter uns sind bestimmt Brüder dabei, die fasten. Aber die müssen es uns nicht sagen. Wir müssen auch nicht die Brüder nerven, fastest du heute, fastest du. Lass ihn in Ruhe. Wenn du ihm einmal sagst, essen, bitte komm, essen mit, wir essen. Du weißt nicht, dass er fastet, dann komm, essen. Aber nerv ihn nicht die ganze Zeit. Wenn er dann nein sagt, nein, dann lass ihn in Ruhe. Vielleicht fastet er und er will es dir nicht sagen. Und so bleibt es da. Und wieder eine sagt er, es war ein Montag, und dann ein Bruder hat zu ihm gesagt, komm Bruder, essen zusammen und so weiter. Sagt er, du weißt doch, ich faste immer Montag und Donnerstag. Du hast jetzt schon deinen ganzen Tag, immer Montag und Donnerstag. Ein Bruder haben wir gesagt, nach Fajr einmal in einer Moschee sagen, bitte ein bisschen Bruder Koran lesen, inshallah, wenn du Zeit hast, sitzen wir zusammen und lesen wir ein bisschen Koran, dass wir unsere Leseart verbessern und so weiter. Hat er gesagt, ich mache das schon zu Hause vor Fajr. Ich stehe immer so eine Stunde vor Fajr auf, mache meine 6 oder 8 Rakat und danach lese ich noch meinen Juz. Er hat schon seine Taten offengelegt. Warum sagst du das? Aber Sachen, die du nicht vermeiden kannst, sagen die Tarkul Amal, Tarkul Amal, Khashiyat Riya, Huwa Riya. Wenn du eine Tat lässt aus Angst, also nicht eine freiwillige Tat, sondern es ist eine Tat, es geht nicht anders. Irgendwo, du musst jetzt zum Beispiel, wird irgendwo Geld gesammelt, du musst Geld geben, die Leute müssen dich unbedingt sehen. Hatsch! Du kannst nicht alleine in Arafat sein. Arafat ist voll mit Millionen von Leuten. Du kannst nicht sagen, ich mache das alleine.
Du hast Tawaf-Ifada, wenn du zurückkommst von der Hajj, eine bestimmte Zeit, in der du diesen Tawaf machen musst, bevor du gehst. Und da werden in Tag und Nacht, 24 Stunden, in allen drei Stockwerken, alles voll mit Leuten. Da musst du machen. Aber da musst du dann gucken, so, inshallah, jetzt ist der Anlass von Teller, versuchen mehr die Absicht zu kontrollieren. Weil Shaitan lässt dich die Tat machen, aber die Absicht macht dir die wieder kaputt. Und am Ende sagt er, okay, ich hab's, du hast es nur für die Leute gemacht. Und dann sagt er, man keine yuridu hayat al-dunya, oder man keine yuridu harf al-akhirat, und er sieht lau fi hafi, und man keine yuridu harf al-dunya, nutihi minha, und man lau fi al-akhirat min nasib. Wenn jemand die Ernte von Dunya will, er bekommt auch dafür. Und sagt, nur besser, und dann sagt er, als Allah den Vers herabgesandt hat, und es ging die Schlacht von Badr, er sagt, minkum men yuridu dunya, wa minkum men yuridu al-akhira. Es gibt Leute von euch, die Dunya wollen, und Leute, die Akhira wollen, hat er gesagt, gibt es wirklich Leute, die mitten auf dem Schlachtfeld stehen in Dschihad? Ich hätte es nie gedacht, die Absicht noch von Dunya haben, wollen Ranayin, wollen Kriegsbeute haben, wollen dies oder irgendwas anderes, Shuhra bekannt werden, oder wollen von den Leuten gelobt werden. Steht jemand mitten im Schlachtfeld, kurz vor dem Tod, und er ist immer noch, hat noch die Absicht von Dunya, hätte Allah nicht diesen Vers herabgesandt, ich hätte niemals gedacht, dass Leute gibt, die Absicht von Dunya haben, mitten in dieser Situation. Aber gibt es Minkum, men yuridu Dunya, hat sogar mit Dunya angefangen, viele. Gibt es Leute, die wollen die Hijra, die Auswanderung machen für Frauen? Ja. Zweiter Teil von dem Hadith, in dem wir irgendwann nächstes Mal dazu kommen. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا وَفِي رِوَايَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ. Auch da sogar bei Hijra, und da gibt es ja diese bekannte Geschichte von Hijra ibn Qais, radiallahu anhu, dass da auch einige mit Absicht von Dunya sogar gegangen sind. Das heißt, man soll sich immer versuchen, selbst zu machen, aber nicht etwas lassen, was die Pflicht ist. Eine Person sagt, ich bete mein Pflichtgebet zu Hause, weil da habe ich mehr Khushur, da ist mehr Ikhlas zu Allah, da mache ich keine Augendienerei. Und das ist genau das Problem, dass du eine Tat, die dir auferlegt wurde, unterlässt. Und manchmal gibt es bestimmte Taten, machst du einfach. Den ganzen Tag bist du in der Moschee als Beispiel und dann sind immer Leute, die reden irgendwo oder die machen was. Du wirst nicht die ganze Zeit nur mit denen rumsitzen und reden, deine Zeit verschwenden und du setzt dich in die Ecke und liest Koran. Natürlich kommt ein bisschen komisch, nicht gleich am Anfang, aber wenn du den ganzen Tag wartest und die gehen nicht weg, dann setz dich in die Ecke und mach dein Ding. Lies dein Koran, mach deine Sache und so weiter. Du bleibst zum Beispiel zwischen Dhuhr und Asr hier, dann natürlich auch musst du die zwei Rakat hier auch beten, deine Sunna wenigstens machen. Aber wenn du nach Hause gehst, lieber zu Hause. Und deswegen ist auch von der Sunna lieber, die Sunna gewählt, zu Hause zu machen, weil das weiter weg von Riya ist und von Augendienerei. Aber was du nicht vermeiden kannst, da musst du dich immer versuchen zu kontrollieren, sagen, ja Allah, ich will nur dich, ich will dein Ansicht, ich will nichts anderes. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Wenn du diese Sache dazu gedacht haben, dass du die Sache nur für Allah SWT machst und immer wieder kontrollieren und immer wieder inshallah Allah SWT auch darum bitten, dass man Ikhlas hat. Und er sagte, die Al-Ain haben ein sehr gutes Beispiel gegeben von Tabi'in, früher mehrere das gesagt, angefangen von Hassan Basri, über viele, über Sufyan al-Thawri, über Abdullah ibn Mubarak, die Großen von früher haben gesagt, versuch mal deine guten Taten so zu verstecken oder mehr sogar, als du deine Sünden versteckst. Du willst nicht deine Sünden dir offen zeigen, wallahi, keine wird mit dir bleiben. Der Chef gesagt hat, sagt er, wenn Allah meine Sünden Geruch gemacht hätte, keiner wird mit mir sitzen bleiben. Die ganze Stadt wäre leer. Berlin wäre leer. Du könntest für dich allein in Berlin rumlaufen, wenn Allah deine Sünden zu Geruch machen würde. Aber Alhamdulillah, Allah verdeckt die Taten und man macht auch Tauber und kehrt zurück zu Allah. Aber man soll versuchen, mal seine guten Taten noch mehr zu verstecken als seine schlechten Taten. Allah. Wie kann ich diesen Hadith verstehen? Es geht ums Nachfasten. Habe ich nur ein Jahr Zeit, die fehlenden Tage nachzufasten? Was ist mit Frauen, die schwanger sind oder stillen? Also Allah SWT sagt ja ganz klar im Koran, und ich kenne minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Wer krank ist oder wer auf der Reise ist, sagt Allah SWT, der soll es auf einen anderen Tag verlegen oder verschieben. Aisha radiallahu anha hat gesagt, wir haben sogar unsere Tage noch nachgefastet in Sha'ban. Sha'ban ist der Monat vor Ramadan. In diesem Monat haben wir noch unsere Tage nachgefastet, die wir vom letzten Jahr noch nicht nachgefastet haben. Eine Person ist schwanger, eine Frau ist schwanger und
oder stillt noch. Bei manchen kommt Schwangerschaft, Stillzeit, Schwangerschaft, Stillzeit, Schwangerschaft, Stillzeit. Oder Mesakin, gibt zwei verschiedene Quran. Also gut, du hast hier die Möglichkeit, deine Krankheit wird nicht besser. Jemand ist zuckerkrank als Beispiel, hat Diabetes, er kann nicht, er wird immer so krank bleiben, er kann nie fasten. Gibt solche Leute, oder Cholesterinspiegel ist sehr hoch, oder Blutdruck ist sehr hoch, wenn er fastet, sein Blutdruck steigt so hoch. Sowas gibt es. Diese Person ist es nicht zu erwarten, dass er überhaupt gesund wird. Was heißt, es ist ein gleicher Rücken, wir kommen gleich dazu, wenn jemand schwanger oder Stillzeit und so weiter ist. Diese Person soll nicht fasten. Was hat er für eine Möglichkeit? Für jeden Tag, den er nicht gefastet hat, eine arme Person speisen. 30 Tage, du kannst auch 30 Mal auf 30 Leute, 30 auf einmal, 30 Tage, hast du nicht gefastet, dann kannst du diese 30 Armen speisen. Jetzt ist zum Beispiel so gekommen, während Ramadan schwanger. Geht nicht, also manche können ja so ein bisschen fasten und so weiter, aber soll man auch nicht, dass man nicht Gefahr für sich oder für sein Kind oder irgendwas bringt. Und fastet nicht. Jetzt muss ja Ramadan nachfassen. Ich frage mich, dann kommt Entbindung, dann kommt 40 Tage, bei manchen auch 60 Tage, nie fest, also Wochenbett, wieder 2 Monate oder 1,5 Monate vorbei. Und so geht es dann weiter und kommt der nächste Ramadan. Und dann stillt man noch. Und es gibt auch viele Frauen, die können nicht während der Stillzeit das noch zu ertragen, zu fasten. Und die wollen 2 Jahre stillen. Was nach der Sunna ist, Haulain, Kamilain, ist Radar, also Stillzeit. Und es ist Recht auch deines Kindes. Und du würdest auch gerne natürlich als Mutter sowas machen, oder wenigstens mal 1 Jahr, und kommt der nächste Ramadan und du hast immer noch nicht deine Tage gefastet. Wenn das immer so weitergeht, da sagen die meisten Ahlen, natürlich manche sagen, man holt trotzdem nach, aber wenn der nächste Ramadan gekommen ist, und das ist bei den meisten so, wenn der nächste Ramadan gekommen ist und du hast noch nicht deine Tage nachgefastet, dann einen Armen speisen pro Tag, den du nicht gefastet hast. Na, Allahu a'lam. Diese Sache ist so, weil das ist genauso wie eine Krankheit, die nicht sozusagen geheilt wird, eine Krankheit, die dauerhaft ist oder längere Zeit und du wirst nicht mehr danach gesund. Es gibt Krankheiten, die gehen schnell vorbei und es gibt Krankheiten, die gehen nie mehr vorbei und diese Personen können nie fasten. Wie viel darf eine Frau, eine Muslime oder Kafira von der Aura zeigen? Zum Beispiel Fitnessstudio oder Kosmetikstudio und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Ansichten von Ahlen, unterschiedliche Aussagen auch. Aber was man dazu sagen kann, ist auf jeden Fall so wenig wie möglich. Das ist auch sogar empfohlen, manche Ahlen sogar empfohlen haben, dass man auch nicht den muslimischen Frauen, sogar den Kafirat sogar, eine Kafira, und da sind sich die meisten Ahlen einig, sind genauso zu behandeln wie ein fremder Mann. Außer in Notfallsituationen, das ist was anderes. Aber normalerweise eine Kafira auch nicht, weil sie redet weiter. Und sie wird sagen, oh, die hat diese Haarfarbe und sie wird so aussehen. Und sie redet weiter. Und teilweise gibt es das leider heutzutage auch unter Muslimen. Und wenn befürchtet wird, dass eine muslimische Frau weiter erzählt, wie du aussehen könntest, oder du weißt, sie redet viel rum und die Gefahr haben in den Sachen keine Grenzen. Und dann ist es besser, du zeigst nichts. Und bei muslimischen Frauen auch, wenn sie nicht diese Grenzen einhalten, du sagst, es ist eine, die viel redet und so weiter, was gerne auch viele Frauen machen, Rida wa Qal, und hat gesagt, und er hat gesagt, und wird viel geredet, und beschreibt sie dich, ihren Mann zum Beispiel, oder eine fremde Person, einen fremden Mann, ihren Bruder oder so weiter, dann besser auch, dass du nicht zeigst. Und ansonsten im Allgemeinen gilt für eine muslimische Frau und eine andere muslimische Frau, das, was man für Wudu braucht, Muslime, nicht Kufar, nicht Kafira, nicht eine Kafira Frau, das, was du nicht zeigen kannst, besser zeig nicht. Am besten, diese Kuffar-Frauen sehen nichts von dir. Und eine muslimische Frau, nur das, was du für dringend für Wudu brauchst. Du machst Wudu und du musst an einem öffentlichen Platz, sind muslimische Frauen, und die machen zusammen Wudu, zum Beispiel in der Moschee. Du kannst dann das zeigen, was du zeigen musst für Wudu. Also das bedeutet hier den Ellenbogen und das, was du für Wudu brauchst, Haare und so weiter, wenn es unbedingt sein muss. Wenn nicht, besser vermeiden, ist immer besser, weil heutzutage wird sehr viel geredet. Wallahu a'lam. Brautkleid, Nachahmung der Kuffar. Natürlich auch in Sachen Kleidung hin und her und so weiter, natürlich gibt es da auch Nachahmung von Kuffar, auch wenn es einige Gelehrte unterteilt haben in Ada und Ibada, also Tradition oder Nicht-Tradition und so weiter. Aber trotzdem, der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, wir haben gesehen, er hat versucht, sich in so weit wie möglich immer von den Kuffar zu unterscheiden. Und wenn man es unbedingt genau das einfach, was bedeutet Brautkleid?
dass man sich hinterher sich schleift, 20 Meter langes Kleid, die meisten Leute haben das Brautkleid der Angebung, oder was sieht man unter diesem Brautkleid? Wie ist eine Frau angezogen? Selbst wenn sie nur unter Frauen ist und sieht man alles eng und sieht man den Körper betont und so weiter, ist auch nicht gut. Oder nur um aufzufallen? Oder ist es, um gesehen zu werden oder zu zeigen? Oder ziehst du dich einfach ganz normal an, wie du dich immer anziehst, mit deinem Jilab, mashallah, und dann bleibt die Sache vielleicht besser und einfacher. Also wenn man so sagt, Nachahmung der Kuffar, ist schwer, dass man es einfach so als Wort jetzt gibt, das braucht gleich Nachahmung der Kuffar. Aber wenn es speziell, genau wie der Ring auch und so weiter, Ehering oder so weiter, eine spezielle Sache, die Kuffar zu einer speziellen Sache für sich gemacht haben, das heißt bei einem Brautkleid für ihre Hochzeit, kann man das schon sehen als ein Nachahmung der Kuffar und es ist besser, man bleibt in dieser Sache weg. Wallahu a'lam. Das haben wir auch schon gehört. Darf man unter dem Khimar Leggings Hosen tragen? Ist das eine Nachahmung der Kuffar? Oder daheim, wie haben sich die Sahabiyat gekleidet, also die Frauen der Sahabe, radiallahu anhum, wie kleidet man sich auch korrekt islamisch sich als Frau daheim? Eine Frau, es kommt darauf an, wer ist zu Hause, wer ist in dieser Frau zu Hause im Moment. Es gibt verschiedene Arten auch von Aura. Die Person ist ja die Frau, allgemein ist Aura für alle fremden Personen. Für einen Mahram dürfen nur bestimmte Sachen gesehen werden. Hier auch wieder die meisten ALM sagen zum Beispiel, ihr Bruder oder sonstige von dem Mahram, der Mahram ist, darf auch nur das sehen, was die Frau zum Wudu machen braucht. Zum Beispiel Haare, wieder hier ist Ellenbogen und so weiter, was sie zum Wudu machen braucht, Füße und so weiter. Nicht zu viel, weil manche sind sehr offen und ihr eigener Bruder oder so, weil die Erdebilder, kann in den Ausschnitt gucken, sowas nicht natürlich. Das kommt darauf an, wer da ist. Dann gibt es Al-Aura, Al-Mughallada. Das ist also, da sind sich ALM auch einig, das bedeutet, die tiefe Aura darf niemand sehen, außer dein Ehemann. Und diese Sache ist auch bei der Frau, aufpassen, weil es ist bei der Frau und beim Mann. Die Aura für den Mann ist zwischen Bauchnabel und Knie. Und bei der Frau, für eine andere Person, also die Aura, Mughallada, die nur der Mann sehen darf, kein anderer außer der Mann, ist zwischen Bauchnabel und Knie. Das heißt aber nicht, dass man seine Brüste seinem Bruder zeigt und so weiter, das ist nur die Aura, Mughallada, die darf überhaupt keine sehen. Und jetzt sehen auch bei den meisten noch die Brüste dazu. Das bedeutet, wer ist überhaupt zu Hause? Und jetzt du hast Kinder und die Kinder werden älter. Ab 2 Jahre sowieso, und da sind sich auch ALM fast einig, wir sagen ab dem 2. Lebensjahr, wenn das Kind älter als 2 Jahre ist, also ab 2, darf dieses Kind, bekommt auch viele Sachen mit. Und das mitkommt, dass sich eine Frau zum Beispiel eng mit Leggings vor ihrem Kind so anzieht, oder wie es hier bei den Kuffar so üblich ist, dass sie sogar baden gehen vor ihren Kindern und so weiter, nackt und nur komm rein und so weiter. Diese Sache gibt es natürlich bei uns im Islam nicht. Es kommt immer darauf an, wer da ist. Wenn die Kinder da sind, dann gibt es Aurat, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, 3 Ruhezeiten, die man hat, in denen die Kinder auch nicht reinkommen dürfen. Die Kinder, die über 2 Jahre alt sind, die sollen auch nicht reinkommen in dieser Zeit. Nach Eschergebet, vor Fächergebet und nach dem Dhuhr. Das sind Surat Nur. Diese 3 Auratin, Talafu Auratin Lekum, sagt Allah. Und dann diese 3 Zeiten, in der Zeit darf man sich nicht, sollen die Kinder auch nicht reinkommen, weil die Kinder werden langsam älter und so weiter. Und die bekommen vieles mit. Wenn sie ihre Mutter immer mit engen Kleidung und so weiter auch zu Hause laufen, sie es nicht. Also man sollte sich schon auch und auch vor seinen Kindern ein bisschen weiter zu Hause anziehen und so weiter. Nicht so eng, dass sie das mit. Und man will ja auch beibringen. Man wundert sich, dass sie ihren Kindern beibringen, Kopftuch anzuziehen, ab klein, ab 2, 3 Jahre Kopftuch. Aber enge Kleidung. Bring ihnen lieber erstmal bei von Anfang an, dass sie weitere Kleidung tragen. Nicht so eng. Auch wenn die kleinen Kinder sind 4, 5, 6 Jahre alt. Nicht mit engen Sachen, engen Leggings und so weiter. Nein, mit weiteren Sachen ein bisschen. Und dann Stück für Stück. Und dann irgendwann kommt von alleine auch Kopftuch. Weil Kopftuch ist nicht so schwer, wie diese Sachen anzuziehen. Die weiten Sachen, sich daran zu gewöhnen, immer weitere Sachen anzuziehen. Wenn die Kinder das zu Hause schon sehen, dass die Mutter auch mit engen Sachen und so weiter vor den Kindern rumläuft, dann gewöhnen sie sich auch dran und denken, man darf das draußen auch so machen. Und deswegen sollte man immer aufpassen, wer ist gerade zu Hause. Aber wenn der Mann und die Frau nur alleine zu Hause sind, wollen nicht übertreiben, aber wenn sie will, kann sie auch nackt laufen.
Auch wenn manche sagen, wegen Malaika, wegen Engel, aber es gibt keinen Beweis dafür. Und es gibt einen Hadith von Bukhari, dass Musa a.s. auch sogar komplett unbekleidet geduscht. Und es gibt Hadith von Bukhari und Muslim, dass der Prophet Mahoma mit seiner Frau unbekleidet geduscht hat. Es hat nicht mit Scham, denn es ist Mann und Frau. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Das heißt, diese Aura darf man zeigen. Du, wenn du alleine bist mit deiner Frau, dann eigentlich fast kann man sagen, kannst du rumlaufen, obwohl sich nicht unbedingt gehört, dass man den ganzen Tag nachts zu Hause rumläuft. Aber man kann sich wirklich sehr, sehr leicht auch bekleiden und so weiter. Und es ist sogar empfohlen. Du bist mit deinem Mann alleine zu Hause, sind keine Kinder, die schon älter oder irgendwas sind. Dann ist auch was gut. Dann kannst du dich schön machen und sag, Abu Dardaradjana, ich mache mich schön für meine Frau, wie sich meine Frau für mich schön macht. Und das ist von der Sunna. Der Prophet Mahoma hat ihn bestätigt. So ist das. Dann mach dich schön. Versuch schön zu sein und schön zu wirken. Nur die Regeln kommen erst rein, wenn fremde Leute dabei sind. Was heißt fremd? Deine Kinder sind nicht fremd für dich, aber da gibt es ein bisschen auch Respekt. Wie sollen wir eine Mutter respektieren, die vor dir nackt rumläuft? Das ist lächerlich. Und dann kommen solche Sachen wie Waliyadubillah, Inzest und so weiter, dass jemand mit seiner eigenen Mutter ist, ist ja klar. Weil er hat niemals diese Scham oder diesen Respekt gelernt. Wenn dann Kinder kommen, wird man sich wieder ein bisschen weiter kleiden. Wenn nochmal andere Mahari kommen, ein anderer Mahram, dann wird sich nochmal ein bisschen weiter kleiden, gibt es noch wieder ein bisschen weniger zu sehen. Oder willst du vor deinem Bruder mit einem Leggings rumlaufen? Oder von irgendeinem anderen, von deinem Mahram? Nein, natürlich auch nicht. Also soll man sich auch dann schämen. Und Allah Ta'ala an, diese Leggings und Hosen und so weiter. Allgemein auch diese Sache eher als ein Nachahmer von dem Gefahr. Aber wenn du dich jetzt schön machen willst für deinen Mann, was du finden kannst, wenn nur du und dein Mann sind, dann ist die Sache inshallah überhaupt kein Problem mit dieser Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist jamil, wa yuhibbul jamal, das heute ist schön, der schön subhanahu wa ta'ala. Und er liebt auch, dass man schön ist. Aber diese Schön oder diese Reize nicht für die anderen zu zeigen, sondern nur unter sich. Also, weil viele auch, die laufen zum Beispiel draußen rum und das ist gefährlich, wollte die Sache auch ansprechen. Er geht mit seiner Frau. Seine Frau, mashallah, ist auch mashallah praktizierender Bruder und seine Frau auch mashallah ganz so, vielleicht sogar mit Niqab oder man sieht nur Augen oder sieht gar nicht sogar und er läuft mit ihr Hand in Hand und Arm in Arm und so weiter. Warum machst du das? Es gibt Jugendliche da draußen auch, die laufen und die werden auch heiß dann auf deine Frau. Das darfst du nicht so machen. Wir halten diese Sache unter uns. Wir müssen nicht unsere Liebe und unsere Zuneigung all für die Leute zeigen. Die Sache geht unter uns. Und da machst du auch andere Leute damit. Es gibt so viele Jugendliche. Und kommst du heutzutage schon rein in der Moschee, ist schon Fitna drin. Da beten Frauen mit engen Hosen und Leggings mitten in der Moschee. Wenn du denen was sagst, ey, wir wollen Dauer machen für die Frauen. Die machen Dauer für euch. Der Shaitan macht Dauer für euch. Und diese Frauen auch machen Dauer für euch, wenn ihr normale Menschen seid. Dass sie mitten in der Moschee mit sind, mit dem Beweis, dass die Frauen des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam auch in der Moschee gebetet haben. Wie waren die angezogen? Zu welchen Gebeten sind die gekommen? Sind sie nicht zu Fajr oder Isha gekommen, Gebet, wo der Prophet Mohammed gesagt hat, verbietet nicht den Frauen, la tamna'u ana Allah, masajid Allah. Verbietet nicht den Dienerinnen Allahs, also die Frau, in die Häuser Allahs zu kommen. Wa buyutuhunna khayrun lahun, dieser Hadith wird immer vergessen, der Teil des Hadith von Bukhari rahimahullah. Ihre Häuser sind besser für sie. Und dann sagt er, wenn es unbedingt sein muss, dann sollen sie nur Fajr und Isha kommen. Warum? Weil es da dunkel ist. Nicht mal Maghrib. Maghrib wird auch fast dunkel. Aber das ist noch zu hell. Erstmal, sie sind dunkel. Sie haben ihre Gesichter bedeckt. Darüber gibt es mehrere Beweise. Von 4, 5 Hadithen, alles Sahih, die über diesen Beweis gehen. Das ist alles Sahih, dass auch die Frauen des Sahaba auch ihre Gesichter bedeckt haben. Nicht nur die Frauen des Propheten, die sowieso, bei der Bauanu, Ummahatul Mu'minin, und auch die Frauen der Sahaba, die Asma, Tochter von Abu Bakr, radiallahu anha, war keine Frau des Propheten Mahoma zerlassen. Aber sie war trotzdem, hat mit Aisha Adana ihr Gesicht bedeckt, als fremde Männer beim Tawaf kamen. Beim Tawaf sogar. Und so weiter, gibt es mehrere Beweise dafür. Und deswegen sagen die, wir beten, wir haben früher den Prophet Mahoma auch mit, aber nicht, bestimmt nicht waren die Frauen der Sahaba oder des Prophet Mahoma mit Jeanshosen, engen Jeanshosen und Kunterbunt und Papagei und helle Farben und so weiter und anziehen und Düfte sogar in der Moschee. Oder eine Frau einmal in der Arafa. Bis heute habe ich noch diesen Geruch in der Nase, in Arafa. Arafa, der Tag von Arafa. Wenn du anfängst, in deine Hajj-Riten einzutreten, ist ein Tag vor Arafah, ein Tag vorher, der 8. Das ist der 8. Tag, morgen vormittags fängst du an, in deine Nusuk reinzutreten. Also da fängt die Hajj an. Ab diesem Zeitpunkt darfst du kein Parfüm mehr benutzen.
Eine Frau darf sowieso vor fremden Männern kein Parfüm benutzen. Aber sagen wir, das ist unwissend, der hat es nicht gewusst oder macht, hat es immer so gemacht. Dieses Parfüm riechst du einen Tag später, nachmittags immer noch. Was für ein Parfüm hat sie drauf gemacht? Und richtig viel. Und sie ist im Ihram-Zustand noch dazu. Sie darf das sowieso nicht als Frau, weil wenn eine Frau das macht, sagt der Prophet Mahmoud, sie ist eine Sanier. Sie hat nicht gesagt, sie ist wie eine Fahir-Sanier, die das macht, dass die Männer den Geruch des Parfüms riechen. Sie ist eine Sanier, Fahir-Sanier. Das ist eine unzüchtige Frau, weil ihr Bilal. Und diese Frau kommt, weil ihr Bilal war noch jung, vielleicht so 25 etwa, und er stellt noch Fragen. Und ja, Sheikh, und zwar, wie ist das nochmal jetzt hier, wie ein Dua? Geh dann ein Dua machen, was fragst du für Sachen rum, und kommst du mit Parfüm, und alle Männer im ganzen Zelt außenrum riechen dich. Ich sage, wo hast du dieses Parfüm her, dass du seit gestern Morgen riecht dieses Parfüm so stark, als hättest du es gerade drauf gesprüht? Oder hast du heute nochmal Parfüm gemacht? Du bist im Ihram-Zustand sogar noch. Erstmal Frau, die ist sowieso nicht da, plus Ihram-Zustand. Und dann kommen auch in die Moscheen und so weiter mit Parfüm, dass die Männer sie riechen. Wir haben Fitna draußen, wir haben Fitna in der Moschee. Und der Prophet hat uns gesagt, Fitna, viel Fitna überall, wo du hingehst. Und dann auch noch in der Moschee drin. Und wenn du was sagst, dann bist du auch radikal und übertreibst und so weiter. Und wir sollen nicht so sein. In der Zeit des Propheten haben ja auch die Frauen mit den Männern zusammen in einem gebetet. Der Prophet Mahmoud ist nicht aufgestanden, hat sich nicht umgedreht, und keiner der Sahabe und keiner, der mit ihnen gebetet hat, ist aufgestanden, bis die Frauen der Sahabe schon längst draußen waren. Obwohl die komplett bedeckt waren, nicht parfümiert waren und nur in Fajr und Esha und nicht jeden Tag, immer nur manchmal in Fajr und Esha gekommen sind. Und von denen hast du keine Stimme gehört und darfst du keine Stimme hören. Und wenn der Imam einen Fehler macht, als Mann sollst du Subhanallah sagen und als Frau klatschen. Was normalerweise Klatschen ist überhaupt das Verbot. Klatschen ist Ibadah von Mushrikin. Allah SWT sagt im Koran, Surat Al-Anfal, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ صَلَاتُهُمْ عِبَادَتُهُمْ. Ihre Ibadah war nichts anderes als Pfeifen und Klatschen. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْفِيرًا. مُكَاءً أي تَصْفِيقًا وَتَصْفِيرًا. Pfeifen und Klatschen war Ibadah, haben die Ibadah vorm Haram gemacht, früher, vor der besonderen Moschee in Mekka, haben sie das gemacht. Und du darfst klatschen, darfst du nicht normalerweise klatschen, aber in dem Sinne ist das Klatschen besser, als Subhanallah zu sagen, dass alle die Frauen hören. Und wir bitten an die Moschee und die Frauen, Wahid, Ithnani, Thalata, Arba, so, Subhanallah, halt deinen Mund, es sind nur Männer da, was machst du? Die wollen Unterricht machen, mach nicht Unterricht während der Gebetszeit. Wenn du nicht mitbeten kannst, setz dich in die Ecke und sei ruhig. Schämst du dich überhaupt nicht? Du hörst während dem Gebet, kannst du nicht mal deine Fatiha lesen, hörst du, ich nenni, was liest du den Kindern bei? Jeder hört deine Stimme. Du darfst nicht mal Subhanallah sagen, um den Imam zu korrigieren, und sonst dafür klatschen, was normalerweise verboten ist, und er werde vom Muschel gehen. Trotzdem nur, dass die Frau nicht gehört wird von ihrer Stimme. Weil das geht nicht. Und deswegen, inshallah, egal was von dir ist, alle recht leiten. Was Subhanallah, wa bihamdik, shalala, la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. So, nächste Woche, Allah, nächste Woche gibt es keinen Unterricht. Also nächsten Sonntag nicht. Höchstwahrscheinlich gibt es keinen Unterricht. Kann sein, ist noch nicht sicher, aber höchstwahrscheinlich nächsten Sonntag nicht. Danach wieder, dann inshallah machen wir Unterricht weiter. Kann man auch machen, natürlich. Ist auch ja, nächste Woche ist ja diese freien Tage. Ja. Diese Freitag und Montag ist ja der jeder frei. Und wenn man hier mit Daidara redet, wenn du Zeit hast. Inshallah, ja. Weil ich vielleicht verreise, aber wenn ich noch da sein sollte, zum Beispiel am Donnerstag oder so, weil Freitag frei ist, dann können wir das machen, zum Beispiel am Donnerstagabend oder so. Und können auch inshallah hier übernachten. Natürlich so in der Moschee bleiben, also auf Fajr-Gebet warten. Weil direkt so übernachten in der Moschee gibt es nicht, aber. Du kannst warten auf Fajr-Gebet zum Beispiel. Und da darf man natürlich auch sich hinlegen und schlafen dabei. Aber warten auf das Gebet, weil dafür bekommt man eine extra und spezielle Belohnung. Ansonsten, Etikaf ist ja nur in Ramadan. Also besser in Ramadan. Natürlich kannst du jederzeit Etikaf machen, aber in der Sunna in Ramadan. Aber du kannst in der Moschee bleiben, um auf das Gebet zu warten und bestimmte Unterricht oder irgendwas zu machen. Das sind die Häuser Allahs, die immer gefüllt sind. Und da gibt es überhaupt kein Problem. Schade, können wir das machen auch. Und dann auch Unterricht oder irgendwas machen, wenn ich noch da bin. Inshallah. Weißt du das ungefähr Bescheid? Ich kann es nicht genau sagen. Also ich weiß es eigentlich nur einen Tag vorher. Wenn dann noch organisiert werden, oder? Mhm. Essen oder sowas.
Oder wir machen es, weil es kommen jetzt in der nächsten Zeit noch mehrere Feiertage. Wenn ich wieder zurückgehen kann, müssen wir auch machen. Wenn ich noch da sein sollte, ansonsten, wir können es organisieren und über die Brüder, die regelmäßig hier sind, auch Bescheid geben. Jeder für sich natürlich. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Entschuldigung, Chef, darf ich doch noch eine Frage stellen? Also meine Frage war nicht konkret genug gestellt. Mir ist so eine Situation aufgefallen, als ich bei einer Jenaza war. Da gibt es den Hadith mit der Latein, also diese zwei Wertvollen. Genau. Das, man könnte auch die Absicht haben, dem Verstorbenen sein Recht zu geben. Also weil er gestorben ist. Oder natürlich, diese Absicht kannst du noch dazu machen. Je mehr besser du Absicht hast, umso besser ist es natürlich. Klar. Ja. Und das ist jetzt meine Frage, ob es nicht ausreicht, einfach für Allah Ta'ala da zu sein und dann alles automatisch sozusagen einen Lohn zu bekommen. Automatisch bekommst du nicht, du wirst schon belohnt. Du wirst jetzt manchmal für Sachen belohnt, auch die du unbeabsichtigt getan das hast. Das ja. Aber wenn die Absicht ist, noch besser. Wenn du das beabsichtigt hast, bekommst du noch mehr. Weil der Hintergrund ist voll, das kann auch zu West West führen. Ja, nee, das sollte man nicht. So von man soll allgemein diese Absicht machen. Das ist ein Genesis bedingt Absicht. Also, dass man sich nicht verrückt. Allah SWT gibt, hast du ja gesehen, 10, 7, 100 Fach, ist ja nicht Fach, Allah weiß. Also wenn man diese Absicht hat, sagt ja Allah, ich möchte jede Belohnung, die es hier gibt, nur ich weiß nicht, was so. Genau. Für sich selbst so denken. Okay, genau. Das ist ein Genesis und alle Belohnungen, die es dafür gibt, auch. Das meine ich, das würde uns das einfach machen. Weil manchmal, du kannst auch manchmal die Absicht haben, du gehst hin, weil wenn du nicht hingehst, wird keiner vielleicht hingehen. Das ist schon mal passiert. Ich war mit deinem Bruder also dort und keiner hätte die Genese. Die Genese gelitten, wenn du nicht dort gewesen wärst. Würde dann die Sünde auch mal erlassen. Keiner hätte die Genese. Weil dann müsste es fast geklärt. Das ist immer eine Genese, die ist die andere.